So, herzlich willkommen zusammen zur Vorlesung. Hallo? Herzlich willkommen zur Vorlesung, sehr schön. Wenig besucht heute. Ich weiß nicht, ich nehme mal an, die meisten, die nicht da sind, trauern wahrscheinlich immer noch um das Ausscheiden der Nationalmannschaft oder bereiten sich auf den heutigen Campuslauf vor. Wie dem auch sei, wir machen das Beste draus und gehen quasi schon auf die Zielgerade unserer Vorlesung. Es gibt ja nicht mehr so viele, ja noch zwei, davon ist die letzte eine Zusammenfassung. Also wir sind wirklich auf der Zielgeraden, was ich euch zu erzählen habe. Heute haben wir gleich drei relativ wichtige, große Themen drauf. Mal gucken, ob wir damit durchkommen, sonst machen wir nächste Woche damit halt noch ein bisschen weiter. Die modusarme Interaktion hatte ich beim letzten Mal schon angefangen und ihr hattet ja auch auf dem Übungszettel schon die Aufgabe, euch ein bisschen damit zu beschäftigen und euch Beispiele dazu auszudenken für Modi und wo sie zu Problemen führen können. Da mache ich noch ein kleines bisschen mit weiter, da gibt es noch ein paar zusätzliche Aspekte, die ich erzählen kann. Und dann geht es vor allen Dingen um die Aspekte der Heterogenität, also dass nicht alle Leute gleich sind, die so einen Computer benutzen und dass man nicht immer wieder in der gleichen Situation ist, wenn man so einen Computer benutzt, worauf man natürlich reagieren sollte als Designer einer solchen Software und um Konventionen, also um Erwartungen, die man vielleicht haben kann, wie so eine Software sein sollte und solchen Konventionen, denen man dann möglichst auch entsprechen sollte, weil sonst baut man natürlich immer ein zusätzliches Hindernis ein, was dann immer eine erzwungene Sequenzialität ist, wenn man die Leute irritiert. Aber erstmal, wie versprochen, die modusarme Interaktion. Diese Folie hier habe ich euch schon gezeigt, aber sie ist die Folie, die eigentlich gut zusammenfasst, was beim Modus zu wissen ist, nämlich zum einen, was denn so ein Modus eigentlich ist und zum anderen, wo das Ganze problematisch ist. Ein Modus ist halt ein Interface-Zustand, den man hin und her schalten kann. Das kann man erstmal so sagen. Und je nachdem, wie der geschaltet ist, stehen entweder bestimmte Arten von Funktionen zur Verfügung oder die Eingaben werden unterschiedlich behandelt. Unten steht ein schönes Beispiel, Caps Lock ist ein Modus. Caps Lock drückt ihr und der ist dann entweder schaltet ihr es ein oder schaltet es aus. Und je nachdem, ob ihr es eingeschaltet habt, werden eure Eingaben unterschiedlich behandelt. Und Caps Lock ist sogar ein Modus, der recht problematisch ist, weil man das schnell mal versehentlich macht und auch oft nicht bemerkt. Vor allen Dingen gerade bei Passworteingabefeldern ja besonders ärgerlich, wenn man nicht bemerkt, dass man Caps Lock gedrückt hat. Wann ist es denn ein Problem? Ein Problem ist so ein Modus dann, wenn man dieses Umschalten des Interface-Zustandes nicht bemerkt und wenn das, was man tun will, von diesem Interface-Zustand abhängt. Und da kann man sich viele Beispiele für überlegen. Wie gesagt, in der Übungsaufgabe hattet ihr ja genau auf dem Aufgabenzettel diese Aufgabe auch. Ich habe aber hier noch zwei schöne Beispiele, die vielleicht noch weitere Inspirationen bringen, falls sie noch nötig sein sollten. Dieses Programm ist das Programm Lightroom, von dem habe ich schon öfter mal gesprochen, ein Bildbearbeitungsprogramm. Ich bin hier ich sehe mir hier ein Bild an und man kann in Lightroom jetzt vieles mit Tasten machen. Das ist auch üblich, also dass man mit auf der Tastatur viele Sachen drückt. Ich kann jetzt zum Beispiel die Raute-Taste drücken und das würde den Belichtungswert erhöhen. Hier bei diesen Regler-Belichtung, der würde dann nach oben geschoben. Das ist natürlich nicht die einzige Funktion, die das hat. Und gerade wenn ich Belichtungen korrigiere, dann mache ich das oft, macht man das oft, indem man zwei Bilder mal miteinander vergleicht, sodass man sieht, passen die jetzt von der Art, wie ich das ausgesteuert habe, zueinander. Dafür drücke ich die C-Taste. Wenn ich die C-Taste drücke, kriege ich einen Vergleich mit einem Referenzbild. So. Gut, jetzt sehe ich das Referenzbild, da rechts, wo Kandidat steht, ist viel heller. Gut, jetzt drücke ich wieder auf C und verlasse diesen Vergleichsmodus und bin wieder da. Glaubt man. Ich bin aber nicht an der gleichen Stelle wie vorher, denn es ist etwas passiert, was man nicht wirklich bemerkt hat. Hier oben hat sich der Modus gewechselt. Vorher waren wir im Modus Entwicklung. Jetzt sind wir im Modus Bibliothek und da hat man nicht hingeguckt zu dem Zeitpunkt, weil man achtet ja auf das Bild oder vielleicht noch hier unten auf diese Auswahl, aber man achtet ja nicht da oben auf diese Anzeige, welcher dieser Modi gerade aktiv ist, welche dieser drei Möglichkeiten, die hier angeboten werden. Und das Blöde ist, wenn ich jetzt die Raute-Taste drücke, weil ich die Belichtung jetzt erhöhen will, ich habe ja gesehen, ich müsste sie erhöhen, dann ändere ich nicht mehr
die Belichtung, sondern dann ändere ich die Anzeigegröße. Die gleiche Eingabe führt zu einem ganz anderen Ergebnis in Abhängigkeit von dem Interface-Zustand, dessen Änderung ich nicht bemerkt habe. Das ist genau das Modusproblem, so wie es auf der Folie davor definiert war. Ein anderes typisches Modusproblem ist das sogenannte Focus-Stealing. Das ist euch bestimmt schon mal untergekommen, dass ihr irgendwie was getan habt am Computer und auf einmal ist ein Fenster hochgekommen und in dieses Fenster macht ihr dann auf einmal die Eingaben. Häufig sind es Fehlermeldungen oder so, die hochkommen. Und blöd ist es dann, wenn es dann passiert, man merkt das nicht, tippt weiter und drückt dann Enter und hat dann diese Meldung bestätigt und weiß nie, was da gestanden hat und hat eventuell sogar irgendwas damit ausgelöst. Ich habe hier mal ein etwas lustiges Beispiel. So, das sind halt so diese Sachen, die dann passieren können, ne? Wenn so ein Programm plötzlich nach vorne kommt und einfach den Eingabefokus auf sich zieht. Auch dann hat sich der Zustand des User-Interfaces geändert, ohne dass man es bemerkt hätte. Entweder weil man irgendwie völlig blind tippt oder vielleicht auf die Tastatur geguckt hat. Es können auf jeden Fall solche Sachen passieren. Das kann, wie hier, einigermaßen peinlich sein, aber vor allen Dingen sorgt es für Fehleingaben. Und diese Fehleingaben müssten korrigiert werden oder sie sind sogar verheerender Art. Das kann natürlich sogar sein. Also Focus-Stealing ist ein ganz typisches Modusproblem. Was machen wir jetzt mit Modi, wenn wir sie haben oder wenn wir sie einsetzen wollen? Müssen wir darauf achten, dass wir Differenziertheit ermöglichen, also dass der Modus, der aktuell gewählte Modus, auf jeden Fall sichtbar ist und dass ich den aktuellen Modus von einem anderen Modus auch auf jeden Fall sichtbar unterscheiden kann. Man kann das zum Beispiel tun, indem man nicht nur irgendwo eine kleine Anzeige ändert oder irgend so ein kleines Lämpchen umschalten lässt, sondern das ganze User-Interface irgendwie anders aussehen lässt. In dem einen Modus ist der ganze Fensterrahmen blau, in dem anderen Modus ist der ganze Fensterrahmen grau oder so. Dann hat man dieses Problem in der Regel nicht, weil das sehr auffällig ist. Und wenn sich der User-Interface-Zustand ändert, der Modus ändert, ohne dass ich das vielleicht selber direkt mache. Also klar, wenn ich von einem Modus direkt in den anderen Modus umschalte, dann merke ich das ja in der Regel. Aber jetzt eben gerade, wo ich das auf C gedrückt habe, ich habe irgendeine Funktion aufgerufen und dabei hat sich auch dieser Modus geändert, dann muss diese Modusänderung kontinuierlich erfolgen. Also es muss so gemacht werden, dass ich diese Änderung mitbekomme, dass ich irgendwo einen Hinweis darauf kriege. Keine schlagartigen Änderungen, ohne dass ich sie bemerke. Gut, habe ich mich jetzt für einen Modus entschieden, bleiben natürlich trotzdem Anforderungen an die Gestaltung, nämlich ich muss den Modus verlassen und unterbrechen können. Ein Modus, in dem ich gefangen bin, widerspricht auf jeden Fall der Beeinflussbarkeit. Ne? Haben wir letztes Mal darüber gesprochen, vorletztes Mal glaube ich, Beeinflussbarkeit. Und das ist natürlich ein Problem mit der Ausführungsminimalität, dieses Verlassen Betreten und Verlassen, das sind natürlich zusätzliche Handlungen, die ich machen muss. Das heißt, ich habe auf jeden Fall mehr zusätzliche Schritte. Ja, die Frage ist jetzt, ist ein Modus was Gutes? Sollte man ihn vielleicht generell vermeiden? Und der Herr Tesla mit den Nummernschildern, die ich jetzt am Anfang ja auch nochmal hatte, diese No-Modes-Nummernschilder, war auf jeden Fall dieser Meinung, hat gesagt, Modi müssen auf jeden Fall vermieden werden. Wir brauchen ein modusfreies User-Interface. Die Ansichten dazu haben sich einigermaßen geändert. Ich habe hier mal, brauchen wir jetzt nicht komplett durchzulesen, könnt ihr euch zu Hause in Länge durchlesen, wenn es euch interessiert. Ich habe zwei Sichtweisen jeweils von Apple zu diesem Modus, also deren User Interface Guidelines. Und 1992 hatten die noch gesagt, man sollte Modi relativ möglichst vermeiden, denn ein Modus sperrt den Nutzer ein. Man sollte möglichst hinkriegen, dass man dann keine Modi hat. 2014 hingegen hat sich die Ansicht zum Modus irgendwie verändert und da werden viel mehr positive Aspekte hervorgehoben. Dass ich in einem Modus ja zum Beispiel die Möglichkeit habe, ohne Ablenkung durch irgendwelche anderen Funktionalitäten und Anzeigen einen Nutzer etwas zu Ende machen zu lassen. Das ist da die Argumentation. Also ich habe verschiedene Modi und die Modi geben jeweils nur eine Teilfunktionalität des Programms wieder. Das wurde dann als sehr positiv angesehen. Und das kann man natürlich auch als positiv ansehen. Denn man kann sich überlegen, ist denn so ein Modus, hat er nicht auch viele Vorteile? Klar, hat er. Wenn ich genau das mache, ich gebe nur eine bestimmte Anzahl von oder nur einen bestimmten Teil der Funktionalität in dem Modus, stelle ich zur Verfügung, eine andere in dem,
naja, dann habe ich den Bildschirm nicht so überfüllt. Das heißt, ich kann viel besser übersichtlich darstellen. Ich kann auch viel besser differenziert darstellen, weil das, was ich dann darstelle, da habe ich ja mehr Platz dafür. Da kann ich besser die Differenziertheit umsetzen. Es kann auch die Orientierbarkeit unterstützen. Und es gibt natürlich diese Fälle, wo ein Modus auch tatsächlich Fehleingaben verhindert. Also zum Beispiel, dass ich jetzt hier in einem Wiedergabemodus bin, in dem ich nicht versehentlich mit der Maus irgendwelche Sachen durch die Gegend schiebe auf diesen Folien, ist ja durchaus etwas, was in der Natur der Aufgabe steht. Wenn man das nicht hätte, würde ich wahrscheinlich ständig irgendwelche unsinnigen Sachen hier machen und versehentlich irgendwelche Sachen durch die Gegend schieben. Und also Modus kann da tatsächlich von Vorteil sein. Es ist eine Abwägung, die man hat. Man muss sich überlegen, hat der Modus mehr Vor- oder mehr Nachteile. Wenn man einen Modus einführt, dann muss man halt dran denken, dass der Modus erkennbar sein muss und nicht unbemerkt eintritt, wie beim Focus Stealing oder bei dem Beispiel eben aus Lightroom, wo der Modus sich unbemerkt ändert. Das sind schlechte Beispiele. So viel zum Modus. Ein mal wichtig gewesenes Thema, also weil sehr groß aufgehängt und weil auch viele Modusprobleme bestanden, historisch, was heute etwas weniger wichtig ist, aber immer noch schön, weil es so viele der Kriterien, die wir in den letzten Wochen zusammen hatten, alle zusammenfassen. Die spielen irgendwie alle eine Rolle beim Modus. Gehen wir weiter zu der Heterogenität. Ich habe schon gesagt, wir sind nicht alle gleich. Also nicht nur wir Menschen sind nicht alle gleich, wir haben verschiedene Benutzer, das ist klar, aber wir haben auch verschiedene Aufgabenstellungen, die Aufgabenstellungen können sich ändern und selbst auch wenn sie ähnlich sind, sind sie nicht immer genau gleich, das heißt irgendwie die Anforderungen unterscheiden sich immer ein kleines bisschen. Ich bin oft in einer unterschiedlichen Situation, mal habe ich die Gelegenheit und kann mir so ein Programm angucken und kann mir richtig intellektuell überlegen, wie funktioniert das wohl. In einer anderen Situation bin ich vielleicht sehr in Eile und muss es irgendwie so machen, dass es schon klappen wird. Da gibt es diesen schönen Spruch, den habe ich in einem Buch gefunden, I'm in a hurry, so I'll do it the long way. So, also ich habe jetzt keine Zeit mehr darüber nachzudenken, wie ich es möglichst optimal mache, also mache ich den langen Weg, den ich kenne. Ne? Also das ist eine Möglichkeit, die es gibt. Natürlich ändert man sich als Benutzer auch, man lernt was über das Programm oder auch die Aufgabe selbst ändert sich oder die Organisation ändert sich. Das heißt, dass man mit einem Programm immer nur exakt, immer genau das Gleiche macht, ist ziemlich unwahrscheinlich. Ja, und die Technik ändert sich natürlich auch. Wir vor, was weiß ich, 10, 15 Jahren eigentlich nur diese typischen Tastatur-Maus-Trackpad-Geräte hatten, müssen wir uns heute sehr viel mit Multitouch beschäftigen. Bildschirmgrößen haben sich stark geändert. Erst wurden sie immer größer, dann wurden sie auf einmal immer kleiner, jetzt werden sie wieder immer größer. Ne? Also so ein ständiges Hin und Her. Und dann gibt es interessante Techniken wie Distributed User Interfaces, über die ich hier an dieser Stelle gar nicht sprechen kann, weil das eine ganze Vorlesung ausmachen würde. Distributed User Interfaces heißt, ich habe ein Programm, wo ich nicht nur ein Gerät habe mit einem User Interface, sondern ich habe zum Beispiel diese Präsentation hier laufen und hätte auf meinem Handy eine entsprechende Steuerung für die Präsentation. Das heißt, das User Interface ist auf mehrere Geräte verteilt. Das sind Distributed User Interfaces, auch Möglichkeiten, die heute dazukommen und natürlich Auswirkungen haben auf die Gestaltung, die wir haben. Das heißt, diesem dynamischen Einsatzumfeld müssen wir irgendwie gerecht werden. Und da gibt es zwei große Anforderungen, die wir da stellen können. Die eine heißt Flexibilität und die andere ist Anpassbarkeit. Und die gucken wir uns jetzt nacheinander mal an. Mit Flexibilität geht's los. Flexibilität bedeutet, ich gebe den Nutzern mehrere Möglichkeiten an die Hand, das Gleiche zu erreichen. Das heißt, ich kann, naja, zum Beispiel per Tastatur eingeben oder auch per Maus eingeben. Die Streitigkeit gibt es hier vielleicht unter euch mitunter auch. Was ist eigentlich die bessere Eingabemethode? Macht man besser alles per Tastatur oder macht man besser alles per Maus oder macht man irgendwie so einen Mittelweg? Das hängt stark von Präferenzen der Personen ab. Also ich gehe Hardcore-Informatiker, wenn man so schön sagt, neigen dazu, immer so alles mit Tastenkürzeln zu machen. Das Problem ist dann aber auch vor allen Dingen, wenn man dann als so ein Hardcore-Informatiker jemand anderem mal zeigen will, wie der Computer funktioniert, dann versteht er meistens überhaupt gar nichts, weil da hat einer an der Tastatur so rum und man hat das nicht gesehen, was passiert ist. Ne? Computeranfänger machen in der Regel alles mit der Maus und dann gibt es noch entsprechende Möglichkeiten dazwischen. Diesen Streit lösen wir natürlich heute nicht. Aber es ist natürlich klar, einige Sachen sind besser mit der Maus zu tun und andere Sachen sind besser mit der Tastatur zu tun. Bildbearbeitung mache ich vielleicht doch besser
zumindest das Pinseln mit der Maus anstatt mit der Tastatur. Während ich die Auswahl der Funktionen vielleicht doch besser mit der Tastatur mache als mit der Maus. Also es gibt da auch nicht eine einzelne Lösung. Was man auf jeden Fall machen sollte, ist beides ermöglichen. So es denn geht, beides ermöglichen. Ja, Tastatur oder Trackpad oder Eintastenmaus oder 18-Knopfmaus, wie hier unten. Alle möglichen Eingabegeräte gibt es ja. Haben einige von euch solche Mäuse. Das sind so für Spieler, ne? Die dann alle möglichen Funktionen auf irgendwelche Knöpfe legen, solche Mäuse. Die obere Maus ist eine Maus von Apple, die erste. Ja, nicht die erste Maus von Apple, aber eine der früheren Apple-Mäuse. Und Apple hatte früher immer nur eine Taste. Das war deren Prinzip, immer nur eine Taste auf der Maus zu haben. Auf jeden Fall aber immer mehreres vorsehen. Also wenn man Maus-User-Interface hat, immer auch die Shortcuts für Tastaturbenutzer vorsehen, umgekehrt möglichst auch. Aber Funktionen auch nie nur über Shortcuts möglich machen. Wenn ich das habe, dann ist Funktion nur über Shortcuts habe. Also ich, nirgendwo im User-Interface steht, wie ich die Funktion erreiche. Ich habe nur das Shortcut. Dann habe ich wirklich ein Problem, dann müssen die Leute ein Handbuch lesen, um das User-Interface zu erlernen. Und das sollte immer vermieden werden. Wenn man Shortcuts anbietet, also sie auch irgendwo anders anbieten und dann auch hinschreiben, wie der entsprechende Shortcut dazu ist. Komischerweise war das früher bei Windows immer so, das stand immer daneben, seit Windows 10 komischerweise nicht mehr. Oder Windows 8 glaube ich schon nicht. Da steht bei den Menüs nicht mehr daneben, welcher Shortcut derjenige ist. Die funktionieren alle noch, aber sie stehen nicht mehr da. Weiß ich auch nicht, wie das kommt. Generell kann man das verallgemeinern. Mehrere Möglichkeiten für das Gleiche bereitstellen. Gucken wir uns mal dieses Beispiel hier an. Das ist LibreOffice. Kennen bestimmt viele von euch LibreOffice. Zum Schreiben von Texten, vielleicht schreibt ihr bald eure Bachelorarbeit damit, Brief oder was weiß ich. Wenn wir uns einfach mal angucken, wie viele Möglichkeiten gibt es, eine Datei zu öffnen? Mindestens 8. Ich habe sie bestimmt nicht alle gefunden. Man kann den Menüpunkt anklicken, hier oben im Dateimenü. File, ich habe hier ein englisches Ding. Man kann das Icon anklicken zum Öffnen. Man kann das Tastaturkürzel nehmen. Steuerung O oder Command O auf dem Mac. Ich kann aus der Nutzungsliste die Datei direkt auswählen. Ich kann den Doppelklick auf die Datei machen, irgendwo im Explorer oder Finder. Ich kann die Datei natürlich auch per Drag and Drop da reinziehen. Oder ich gehe im Betriebssystem auf die Liste der letztbearbeiteten Dokumente. Das geht auch. Oder ich öffne sie sogar von der Kommandozeile aus. Und das sind bestimmt noch nicht alle Möglichkeiten. Das ist Flexibilität. Gibt mehrere Möglichkeiten, das Gleiche zu tun. Das hängt nicht nur damit zusammen, dass bestimmte Nutzer bestimmte Dinge tun, sondern auch, wo man sich vielleicht gerade befindet. Also wenn ich zum Beispiel gerade in einer Kommandozeile unterwegs bin, dann bietet es sich natürlich an, aus der Kommandozeile heraus die Datei zu öffnen. Und wenn ich im Explorer unterwegs bin, dann mache ich eher den Doppelklick, als dass ich erst das Programm öffne und dann die Datei. Das ist klar. Das sind genau diese dynamischen Einsatzumfelder. Ein Kuriosum wollte ich angeben, das ist Microsoft Word auf Mac. Und kurioserweise ist das auf dem Mac flexibler als unter Windows. Was kann ich machen? Ich habe mir mal jetzt rausgesucht, Link einfügen. Und was kann ich alles machen? Ich kann im Ribbon, das ist diese Leiste da oben, ja, der nennt sich ja Ribbon bei Microsoft, unter Verknüpfung einen Link einfügen. Ich kann aber auch stattdessen im Menü einfügen, Link sagen. Das Menü gibt es nicht unter Windows. Ich kann die Tastenkombination verwenden, um einen Link einzufügen. Das geht unter beiden Systemen. Und ich kann hier oben nach dem Wort Link suchen, dann wird es mir dort angezeigt und dann wird auf die entsprechende Stelle im Menü gezeigt. Auch die Möglichkeit gibt es nicht unter Windows. Ist mir ein bisschen rätselhaft, wieso man sich die Software auf seinem eigenen Betriebssystem stärker einschränkt als auf einem anderen. Weiß ich nicht, wie man darauf gekommen ist. Gucken wir uns noch ein anderes Beispiel an für Flexibilität, aber ich denke, ihr habt ja die Essenz davon ist ja nicht schwer zu verstehen, also mehrere Möglichkeiten anzubieten, um das gleiche Ziel zu erreichen. In diesem Fall sind sie nicht ganz funktionsäquivalent, es geht um Farbauswahlen. Farbauswahlen gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ich nehme die Farbpalette des Software, ja. Ich nehme die vom Betriebssystem, dann habe ich die Betriebssystem-Grundfarben.
Benutzerdefinierte Farben werden oft angeboten. Das heißt, ich kann mir irgendwelche Farben speichern, oft sogar über Softwaregrenzen hinweg. Sehr praktisch. Und hier habe ich dann auch mehrere Möglichkeiten, nach verschiedenen Farbmodellen eine Farbe auszuwählen. Und zwar entweder per Slider oder per Wertdirekteingabe. Also auch hier habe ich etliche Möglichkeiten, Farben zu wählen. Je nach Betriebssystem gibt es dann sogar noch etliche mehr, die möglich sind, Farben auszuwählen. Also aus einem anderen Foto oder aus einem Satz von verschiedenen Farbpaletten. Ja, wie ist das mit der Flexibilität? Ist das jetzt Flexibilität? Ja, sollte man machen, klar, logisch. Aber wie immer gibt es Designkonflikte. Es gibt Konflikte zu anderen Anforderungen. Und der offensichtlichste Designkonflikt bei Flexibilität ist, wenn ich Flexibilität ermögliche, dann habe ich natürlich mehr GUI. Ich habe mehr Elemente in der GUI, mehr komplexeres User Interface. Das heißt, ich habe auf jeden Fall Probleme mit der Übersichtlichkeit irgendwann. Das heißt, ich muss mir irgendwann vielleicht mal entscheiden und dann mache ich es dann doch nicht. Das kann dann natürlich dazu führen, dass ich nicht mehr alles darstellen kann, Kontinuitätsprobleme etc. Eines der wichtigeren Sachen, die hier gar nicht steht, fällt mir gerade auf, sollte ich noch ergänzen, ist, man kann Software schlechter erklären, wenn sie flexibler ist. Vielleicht ist das euch schon mal aufgefallen, ihr erklärt jemandem was, wie man irgendetwas macht und erklärt es vielleicht mit der rechten Maustaste und das sind Leute, die benutzen die rechte Maustaste nie, sondern machen das immer irgendwie anders. Und dann irritiert man fast die Leute, weil man selber einen anderen, ganz anderen Weg hat als die anderen Leute. Das ist ein großes Problem bei flexibler Software. Jeder benutzt es irgendwie ein bisschen anders. Das ist zwar einerseits der Vorteil und kann andererseits zum Erklären und zum Erlernen der Nachteil sein. Gut. Der andere Teil, Anpassbarkeit. Eben haben wir gesagt, Flexibilität, etliche Wege, mehrere Wege zum gleichen Ziel. Das ist Flexibilität. Anpassbarkeit heißt, ich schaffe mir meine Wege selber. Das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Sie klingen ähnlich, meinen aber doch etwas ziemlich anderes. Es gibt da feine Unterschiede und nehme das jetzt mal hier an so einem Beispiel von so einem Schreibtisch. Ich möchte, dass so ein Schreibtisch, hier so ein Tisch, dass der die passende Höhe hat für mich. Wie kann ich das erreichen? Auf drei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, hier, lieber Schreiner, ich habe das hier ausgemessen, baue mir mal einen Tisch der passenden Höhe. Das wäre die Höhenanpassung bei der Produktion. Da wird gleich die richtige Höhe angenommen. Bei der Einrichtung ist eine Möglichkeit, das ist auch der Tisch, der hier oben abgebildet ist, der hat so Möglichkeiten, dass man diese Beine verschieden lang machen kann, dann kann man die arretieren und dann ist der verschieden hoch, der Tisch. Oder aber ich kann während der Nutzung den Tisch in seiner Höhe verstellen, wie dieser Tisch hier unten, der hoch und runter fahrbar ist während der Nutzung. Das kriege ich mit dem oberen ja nicht hin. Wenn ich die Arretierung aus einem der Beine da rausziehe, dann fällt mir der Tisch im Zweifelsfall auf die Füße, vor allen Dingen hängt er dann irgendwie schräg. Das geht nicht. Ne? Also das ist kein Tisch, den man während der Nutzung verstellen kann, sondern nur während der Einrichtung und hinterher bleibt er dann so, bis man es vielleicht nochmal neu macht. Das Gleiche gibt es natürlich auf Software-Ebene auch. Ich kann natürlich eine Software machen, die eine ganz individuelle Entwicklung ist. Irgendeine Firma kommt an und sagt, wir brauchen für genau dieses und dieses Problem genau so und so eingerichtet brauchen wir die Software. Und dann sagt man, gut, die programmiere ich dir so und die ist dann genau auf dich angepasst. Ist natürlich relativ selten so, weil es relativ teuer ist. Das nächste wäre, entsprechend hier bei der Einrichtung, bei dem Tisch, bei der Installation durch den Admin, die Software konfigurierbar. Das ist aber nicht Anpassbarkeit in unserem Sinne und auch keine ergonomische Frage, sondern es ist eine Frage des Customizing, auf einer anderen Ebene. Oder, und das ist die für uns interessante Bereich, durch den Nutzer während der Nutzung anpassbare Software. Darum wollen wir uns hier bemühen. Das kann natürlich sehr viel umfassen. Wenn ihr so ein Windows euch hernehmt, dann könnt ihr bei so einem Windows, nehmen wir mal nur Windows, natürlich ganz viel einstellen. Ihr könnt zum Beispiel euer Hintergrundbild verstellen. Oder ihr könnt die Farbpalette verstellen, sodass sie euch irgendwie besonders gut passt. Das ist das, was ich hier unter persönliche Präferenzen mal so zusammengefasst habe. Also ihr macht so nach ästhetischen Gründen, macht ihr euch die Software so ein bisschen zurecht, wie ihr sie gerne hättet. Das ist nicht unbedingt der Bereich, um den es hier bei uns jetzt geht, sondern wir wollen uns auf einen anderen Bereich spezialisieren bei der Anpassbarkeit. Der andere Bereich, um den es auch nicht geht, der aber natürlich auch mit Einstellungen zu tun hat, sind die
Einstellungen, die aufgabenbezogen sind. Das heißt, ich stelle zum Beispiel irgendwelche FTP-Server fest ein, weil ich die ständig brauche oder sowas. Also die Aufgabe angepasste, irgendwelche Serveranpassungen. Auch das ist jetzt hier an dieser Stelle nicht unser Thema, sondern es geht darum, dass ich mir meine Software so einrichte, dass bestimmte Dinge möglichst schnell gehen. Dass ich also Sachen, die ich häufig brauche, möglichst schnell im Zugriff habe, dass ich meinen eigenen Weg schaffen kann, dass ich vielleicht bestimmte Sachen, die immer hintereinander ablaufen müssen, auch immer hintereinander machen kann. Auch hier gucken wir uns das an in OpenOffice, LibreOffice habe ich eben gesagt. Ist es auch hier wieder? Nee, ist auch LibreOffice. Bei LibreOffice hat man Menüleisten. Die Menüleisten kann man anpassen. Da kann man Icons, neue Icons reintun, kann man Icons rausnehmen. Dafür gibt es diese GUI, so eine Customize-Ansicht. Und da kann ich das alles mitmachen, kann ich dann die Sachen hinzufügen, kann die hin und her schieben, all solche Dinge kann ich damit machen. Ich nehme mal an, ihr habt das vielleicht auch schon mal gemacht, aber vielleicht ist es euch auch schon untergekommen, mir auf jeden Fall ist es schon passiert, man passt das an und macht es versehentlich. Also wenn zum Beispiel so ein Icon einfach anklickbar ist und man kann das Icon in der Menüleiste einfach woanders hinziehen. Oder früher unter Windows 95, konnte man einfach auf die Taskleiste klicken und die Taskleiste an die Seite ziehen, dann war die Taskleiste an der Seite. Ich erinnere mich noch, dass ich beim Kumpel war und dann der Nachbar hat ganz entsetzt geklingelt und hat gesagt, meine Leiste ist an der Seite. Und bis wir erstmal wussten, was er eigentlich hatte, der hatte einfach aus Versehen eine Taskleiste an die Seite geschoben. Deswegen ist bei solchen Sachen ein Modus gerechtfertigt. Das ist ja heute so, die Taskleiste wird arretiert, die kann man ja festmachen, dann kann man die nicht verschieben. Oder auch hier, man customizt diese Menüs nicht einfach so, also man kann nicht einfach die Icons durch die Gegend schieben, sondern man muss extra diesen Dialog dafür öffnen. Und man kann es kaputt optimieren. Und ich kann mir vorstellen, das ist euch bestimmt schon mal passiert. Ihr habt irgendwie Menüleisten angepasst und hinterher war es kaputt. Deswegen braucht man eine Zurücksetzen-Funktion bei Customizing, bei solchen Arten von Anpassungen. Gesundheit. Ich habe es letztens mal versucht, ich wollte so einen Screenshot nachbauen, einen alten Screenshot, den wir hatten, und habe bei LibreOffice mal jede Menüleiste eingeschaltet, um mal zu gucken, wie das eigentlich aussieht, wenn man das macht. Das sind so an die 20. Dann ist der Bildschirm natürlich völlig voll. Das war aber hinterher nicht so ergiebig, wie ich das hatte. Und dann habe ich gedacht, und wie kriege ich das jetzt wieder zurück? Und letztendlich kriegte ich es nur dadurch wieder zurück, dass ich mein komplettes Profil von LibreOffice gelöscht habe, sodass ich wieder eine Standardansicht gekriegt habe. Es gab keine Möglichkeit, wieder mit einem Klick, also ich hätte natürlich sehr mühselig bei jeder Leiste überlegen können, welche ist es eigentlich und welche brauche ich. Aber das war dann langwieriger als das andere. Also eine Rücksetzfunktion ist wichtig. Nachteile, klar, ich brauche wieder eine zusätzliche GUI. Der Nutzer wird dazu gebracht, sich mit der Anwendung statt mit seiner Aufgabe zu beschäftigen, wenn er sein User-Interface sich erstmal anpassen muss. Die Wartung und Administration wird extrem erschwert und auch die gemeinsame Nutzung. Den Aspekt, den ich gerade schon mal gesagt habe, der ist dann noch viel stärker. Stellt euch das mal vor, jeder stellt seine Software ganz unterschiedlich ein und dann seid ihr der Helpdesk. Und dann ruft einer bei euch an und dann sagt ihr, ja, dann klicken Sie doch mal in der Menüleiste auf dieses und dieses Icon. Ja, die Menüleiste, die habe ich ja gar nicht. Oder die Menüleiste habe ich wohl, aber dieses Icon habe ich nicht mehr da drin. Das habe ich gelöscht. Und vielleicht weiß ich es noch nicht mal. Ne? Das ist natürlich ein großes Problem. Deswegen wird diese Anpassbarkeit heute häufig einigermaßen eingeschränkt. Ich zeige euch ein Beispiel von dieser Software hier. Die Software Keynote, also Apples Variante von PowerPoint. Und was ich ja hier immer mache, ich muss jedes Mal dran denken, dass ich nicht auf Vorführen klicke, da oben ist dieses Play-Icon, Vorführen, sondern auf Aufzeichnen. Ich muss ja die Vorlesung aufzeichnen für euch. Also muss ich nicht, aber mache ich. Da muss man nicht auf Play drücken. Das kann aber schnell mal passieren, dass man das macht, so im Eifer des Gefechts. Vor allen Dingen ist es so schön praktisch da angeboten. Das Aufzeichnen ist nämlich hier im Menü. Vorführen und dann seht ihr da Präsentation aufzeichnen in der Mitte. Deswegen habe ich mir mein User-Interface hier angepasst und bin auf Symbolleiste anpassen gegangen. Unten der letzte Punkt, kann man ein bisschen schlecht lesen. Und dann geht so ein Dialog auf, wo drin steht, bewege deine Favoriten in die Symbolleiste und da gibt es den Punkt Aufzeichnen. Relativ auffällig in der zweiten Reihe, diese mit dem roten Punkt in der Mitte. Aber es gibt auch die Möglichkeit, für den Fall, dass man sich da irgendwie
verduselt hat und alles durcheinander gebracht hat, kann man einfach den kompletten unteren Satz nach oben ziehen und dann wird der Standard wiederhergestellt. Das ist so diese Zurücknehmen-Funktion. Also wenn man sich das irgendwie mal völlig verkonfiguriert hat, zieht man einfach hier diesen Standardsatz nach oben und dann ist alles wieder gut. Also was ich dann gemacht habe, ist natürlich, ich habe mir dieses Ding hier geschnappt, da reingezogen und jetzt sieht es dann so aus und ich sehe dieses Icon jedes Mal und denke auch daran, weil es ein bisschen auffälliger ist als das andere. Ein interessanter Aspekt bei Anpassbarkeit, den man noch bedenken sollte, ist der, ich habe ja schon gesagt, man ist nicht immer in der gleichen Situation. Oft kann man Software aber nur einmal anpassen. Und wenn ich in der anderen Situation bin, ja, dann muss ich sie mir wieder anpassen. Und wenn ich dann wieder in der ersten Situation bin, muss ich sie wieder zurück anpassen. Das ist auch ärgerlich. Deswegen macht es Sinn, in bestimmten Situationen, bei bestimmter Software, wo das oft vorkommt, diese Anpassungen selber abspeicherbar zu machen. Also quasi die Einrichtung zum Objekt, die Konfiguration zum Objekt zu machen. Dieses ist die Software, die heißt Adobe Bridge. Die hat zum Beispiel so eine Ansicht. Aber ich kann dann auch sagen, nein, ich brauche jetzt eine Ansicht, wo ich die Bilder groß sehe, dann stelle ich das um, dann habe ich so eine Ansicht zum Beispiel. Und wenn ich das anpassen möchte und möchte das dann ganz anders haben, dann kann ich da oben auch sagen, neuer Arbeitsbereich. Und ein neuer Arbeitsbereich bedeutet, ich speichere mir wieder die Einstellungen, welches Panel hingetan habe, wie groß was ist und solche Einstellungen werden dann alle abgespeichert. Und ich kann dann daher zwischen hin und her wechseln. Wichtig ist zu unterscheiden Anpassbarkeit von Adaptivität. Wenn ihr ein bisschen in der Literatur lest, liest man oft was von adaptiver Software, also sich anpassender Software. Das ist der Unterschied. Das eine ist, ich passe das an, Anpassbarkeit. Und das andere ist, die Software passt sich selbst dem Menschen an. Das klingt richtig toll. Also ich habe eine Software, die passt sich mir an und ist dann personalisiert und verhält sich immer mir entsprechend. Was man dafür braucht, ist so ein Nutzermodell. Man muss also irgendwo in der Software ein Modell haben, was modelliert, wie der Nutzer wohl so tickt. Heute wird es wahrscheinlich häufig so ein neuronales Netz sein, was dann irgendwie auf die Dauer lernt, was man üblicherweise so tut. Das kann zu ganz blöden Problemen führen, und zwar Problemen, dass die Software nicht mehr zuverlässig ist. Also beim einen Mal verhielt sie sich noch so, beim nächsten Mal verhält sie sich anders. Oder bei der einen Person verhält sie sich so und dann gehe ich an den Computer von einem anderen und da verhält sich die gleiche Software anders. Das sollte nicht sein. So, und jetzt sehe ich gerade, ich habe hier zwei Folien in der Reihenfolge vertauscht, da müssen wir einmal ein bisschen hin und her springen. Bei Windows 2000 hat Microsoft sich das mal erlaubt und hat ein Feature eingefügt, was bei den Menüs im Startmenü irgendwann die nicht so oft benutzten Startmenü-Einträge ausblendete. Das war der Horror, weil jedes Mal, wenn man in das Startmenü guckte, sah man verschieden viele Startmenü-Einträge. Und man wusste auch nie, welche Software man noch so alles hat, weil die Hälfte der Einträge versteckt war. Das Gleiche haben sie auch gemacht bei Microsoft Office in den Menüleisten, Menüs, die es damals noch gab. Also Dateimenü, Bearbeitenmenü etc. Und da ist man auf den Gedanken gekommen, wir verstecken mal irgendwelche Teile davon. Eine ganz unangenehme Funktion, die es gehabt. Also man fand sich nicht mehr richtig zurecht. Vor allen Dingen nicht nur, dass man nicht wusste, was man alles für Möglichkeiten hat oder was es alles für Software gibt oder für Funktionen gibt. Vor allen Dingen waren sie nicht immer an der gleichen Stelle. Und wir müssen mal darauf achten, wie oft man eigentlich mehr nach der Stelle guckt, als nach dem, was da tatsächlich steht. Also wenn ihr mal irgendwelche Sachen, die immer an der gleichen Stelle sind bei euch, auf dem Desktop oder so, wenn ihr die einfach mal vertauscht, dann merkt ihr, wie oft ihr das falsch macht. Oder ihr könnt es auch drüben beobachten an der Mensa, wenn mal wieder neue Gerichte kommen, dann sind die Leute an der Kasse erstmal irritiert, weil sich deren Knöpfe für die ganzen Sachen alle einmal vertauschen und dann suchen die. Also man sollte das nie haben, dass sich Sachen an immer an unterschiedlichen Stellen befinden. Und beim Menü ist es noch blöder, weil beim Menü öffnet man eigentlich genau deswegen, um zu gucken, welche Funktionen es darin gibt.
und nicht nur zu wissen, welche man als letzte benutzt hat. Also das Problem ist, ich habe einen hohen technischen Aufwand, aber der Nutzen ist ziemlich fragwürdig, wenn ich Software habe, die sich selbst adaptiert. Ich habe ein User-Interface, was überhaupt nicht mehr stabil ist. Es verhält sich immer anders, verhält sich nicht nur bei mir immer anders, sondern auch bei anderen Leuten anders. Und ich kann auch sogar, und das geht jetzt aus der Ergonomie raus, gerade heute in Datenschutzprobleme kommen. Denn da ist ja irgendeine Software, die zeichnet mein Nutzerverhalten auf. Und im Zweifelsfalle schickt sie dieses Nutzerverhalten auch noch an die Server der Hersteller und dann hat man da ein Problem. So, jetzt gucken wir uns mal gerade diese Folie an. Ist mir komisch in der Reihenfolge durcheinander gekommen. Eine Möglichkeit der Anpassbarkeit. Jetzt hatten wir sowas gehabt wie, ich packe mir einen Button hier hin oder sowas. Ne? Oder ich packe mir auch einen Shortcut irgendwie unten in die Taskleiste. All solche Sachen, das wäre alles Anpassbarkeit. Eine etwas höhere Form der Anpassbarkeit, die aber schon ein bisschen über das hinausgeht, was man hier unter Ergonomie eigentlich noch fassen kann, ist die, dass ich sowas wie Makros habe. Dass ich so aufzeichne, dass bestimmte Schritte immer wieder hintereinander passieren. Und da liegt der Grundkonflikt dahinter, ob ich kleine Funktionen habe oder große Funktionen. Und das ist der Prinzip der Konflikt zwischen Windows und Linux. So kann man das mal ganz platt sagen. Bei Windows ist es üblicherweise so, ich habe große Programme, die eine ganze Menge an Aufgaben auf einmal erledigen können innerhalb dieses einen Programms. Die typische Linux-Philosophie ist, auf der Kommandozeilenebene zumindest, ich habe ganz viele kleine Programme und jedes Programm kann immer fast nichts. Und das kann es aber gut. Und dann fange ich an und schreibe so ein Skript und dieses Skript haut die Programme in einer bestimmten Reihenfolge hintereinander, sodass genau das, was gemacht werden muss, passiert. Das ist natürlich viel anpassbarer. Ist, wenn man so will, ja, flexibler. Ne? Ihr könnt das, also die Software ganz flexibel nutzen, aber ist natürlich auch sehr kompliziert. Für Anfänger schwierig. Deswegen gerät es häufig eher in den Bereich des Customizing. Das heißt, Endnutzer machen das gar nicht selber, sondern die lassen sich so ein Skript schreiben und benutzen es dann nur noch. Dazu, dieses haben wir schon gesehen. Fassen wir das zusammen. Empfehlungen für Anpassbarkeit. Also erstmal grundsätzlich Anpassbarkeit vorsehen, ja, aber denkt dran, es können schlecht bedienbare Systeme entstehen. Der Nutzer, der sein System sich anpasst, macht es eventuell versehentlich und vor allen Dingen ist er auch wahrscheinlich kein User-Interface-Experte. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich das mal irgendwie verkonfiguriert, ist hoch. Also Reset-Funktionen vorsehen für Anpassungen. Anpassungen brauchen selbst eine GUI, muss man sich überlegen, ob es einem wert ist. Die Wartbarkeit leidet. Die Wartbarkeit leidet stark unter anpassbaren Oberflächen. Gerade dieses Problem, ihr seid am Helpdesk. Und ja, wie schon gesagt, Anpassbarkeiten, das wird oft versehentlich gemacht. Es gab von Microsoft eine Untersuchung dazu. Wenn ihr Microsoft Office installiert, wird man ja oft gefragt, wollen Sie an dem Programm teilnehmen zur Verbesserung der User Experience? Und oft sagt man dann nein, weil das kommt einem komisch vor. Viele Leute sagen aber ja. Und dabei hat man unter anderem untersucht, wie oft werden die Menüleisten, als es bei Office noch Menüleisten gab, ne, jetzt haben sie ja ausgetauscht, wie oft werden diese Menüleisten eigentlich verändert? Und dann hat man festgestellt, gar nicht oft, relativ selten. Dann hat man noch zusätzlich ein paar Interviews durchgeführt und hat in den Interviews durchgeführt, jeder, der sie bearbeitet hat, hat sie versehentlich bearbeitet. Also mit Absicht hat es kaum jemand getan. Und deswegen ist man da hingegangen und hat gesagt, nein, dann schaffen wir die ab und nehmen diese Ribbons, also diese breiten Bänder mit den Menüs, die sind viel weniger anpassbar. Ne? Die sind sehr kontextspezifisch, das heißt, wenn ich ein Bild anklicke, kommt oben ja einer dazu, so ein Reiter, aber sie sind nicht mehr anpassbar, zumindest nicht mehr so stark wie vorher. Auch ist man dazu übergegangen und kann nicht mehr alles einzeln verändern. Farbschema von Windows ist da das Beste. In alten Windows-Versionen konnte man jede Farbe einzeln einstellen.
Man konnte knallgrüne Fenster machen mit knallroten Buttons und darauf schwarzen Text oder irgendwie sowas. Kein Mensch konnte irgendwas noch darauf sehen, aber man konnte es einstellen. Das geht heute ja nicht mehr. Ne? Man kann ja nur noch eine Basisfarbe einstellen. Das heißt, Anpassbarkeit ist so ein bisschen auf dem Rückzug. Gut, das mit den Anpassungen zurücknehmen, lassen, habe ich schon 5-mal erzählt, erzähle ich euch nicht nochmal. So viel zu dieser Heterogenität. Flexibilität auf der einen Seite, Anpassbarkeit ist das andere. Sollte man sich merken und sollte man vor allen Dingen auseinanderhalten können und die entsprechenden Beispiele parat haben. Gehen wir weiter zu dem Bereich Konventionen. Das ist so der letzte große Block, den wir hier haben. Bei Konventionen geht es irgendwie um Erwartungen. Was erwarte ich eigentlich, wie Software funktioniert, was erwarte ich, wenn ich irgendwo hinklicke, wo erwarte ich, dass irgendwelche Buttons sind? Solche Fragen spielen hier alle eine große Rolle. Erwartungen sind ein bisschen problematisch. Hier oben stehen zwei Punkte, die ganz einleuchtend sind, aber auch sehr trivial sind. Nämlich ein Programm, was den Erwartungen des Nutzers entsprechend verhält, ist für den Benutzer ein angenehmes Programm, klar. Also das, was ich machen wollte, passiert auch. Und ein unerwartetes Programmverhalten ist eine Störung im Arbeitsablauf und daher erzwungene Sequenzialität. Ja, klar. Natürlich ist das so. Nur, was ist denn eigentlich, wenn die Erwartungen des Nutzers falsch sind? Soll ich ein Programm machen, was diesen falschen Erwartungen auch entspricht? Wie soll ich das feststellen? Wie stelle ich fest, was die Erwartung des Nutzers ist, der gerade davor sitzt? Wie soll das gehen? Ja, für eine Software, die ja mehrere Leute wahrscheinlich benutzen sollen. Und wenn ich verschiedene, gleichermaßen berechtigte Erwartungen habe, wie bringe ich die dann in Einklang miteinander? Das hilft uns also nicht, über die Erwartung des Einzelnen zu sprechen. Die Erwartung des Einzelnen ist für uns nicht besonders gut fassbar. Und das haben die auch bei der ISO bemerkt und haben deswegen im Übergang von der alten Norm zur neuen Norm, also vom Teil 10 zu 110, das geändert. Alles diese Sachen mit den Erwartungen der Nutzer haben sie quasi rausgenommen und haben reingeschrieben, ein Dialog ist erwartungskonform, wenn er aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Benutzerbelangen entspricht. Und den allgemeinen Konventionen, das steht auch noch da drin. Nun, das ist jetzt allerdings auch nicht unser Thema hier, weil das bezieht sich ganz stark auf die Aufgabe. Das heißt, ich müsste wissen, was ist das für eine Software, in welchem Kontext wird sie eingesetzt und dann müsste ich das untersuchen. Das haben wir bisher aber die ganze Vorlesung lang nicht gemacht und fangen auch heute nicht damit an. Das heißt, wir kümmern uns um bestimmte Bereiche, nämlich einmal um die anerkannten Konventionen, die hier drin stehen, und um einen bestimmten Bereich, den man eher so als negativen Bereich aussehen kann. Also es gibt bestimmte Sachen, die man auf jeden Fall lassen sollte, weil sie nie den aus dem Nutzungskontext heraus vorhersehbaren Nutzerbelangen entsprechen. Zumindest fast nie. Die grundsätzliche Frage, die man sich stellen kann, ist, Konventionen, ich halte mich an irgendeine Konvention. Und ihr kennt ja zum Beispiel alle die Konvention dieser Tastatur hier. Querztastatur oder QWERTY-Tastatur, wenn es mal amerikanische Tastatur ist. Das ist eine Konvention. Die Frage ist, sollte man sich an diese Konvention eigentlich halten, auch wenn man es besser weiß? Also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, warum diese Tastatur so ist, wie sie ist. Da gibt es zwei Sachen, die man eigentlich wissen muss. Also man kann mal hier gucken, das ist eine Schreibmaschinentastatur, ne? Für Schreibmaschinen erfunden worden. Sehr früh, 1868 schon erfunden und dann 1874 von der Firma Remington produziert. Das ist diese Firma, die mittlerweile Waffen produziert und letztens mal fast pleite gewesen ist. Und viele gesagt haben, mach doch besser wieder Schreibmaschinen. Die haben eine Schreibmaschine mit dieser Tastatur gehabt. Und warum ist die Anordnung der Buchstaben jetzt so, wie sie ist? Das hat zwei Gründe. Zum einen kann man mal sagen, die sind ja so komisch versetzt zueinander. Also die Buchstaben sind ja nicht untereinander. Das W und das A sind ja nicht direkt untereinander. Warum eigentlich nicht? Das liegt schlicht und ergreifend daran, weil das ein mechanisches System ist und ich von jeder dieser Tasten so eine kleine Stange habe, die nach vorne gehen muss. Und die können ja nicht übereinander sein. Oder beziehungsweise ging das nicht besonders gut. Deswegen hat man die einfach schlicht und ergreifend leicht zueinander versetzt. Das ist der Grund, warum diese Tasten so komisch kursiv, so schräg zueinander angeordnet sind. Das andere ist die Reihenfolge der Tasten selber. Wie kommt die zustande? Es gibt ja Teilbereiche, die sind fast alphabetisch. Also in der zweiten Zeile. F, G, H, J, K, L, M. Ne? Da sind wir fast alphabetisch. Was man gemacht hat, ist, man ist mit einer alphabetischen Sortierung angefangen.
Und dann wurde unter anderem darauf geachtet, dass die Typen sich nicht verhaken. Nämlich was dann passierte damals, war ja, man hat die Taste ja gedrückt und dann ging ja vorne so ein kleiner Hebel mit einem kleinen Buchstaben drauf und schlug gegen das Farbband und dann gegen das Papier. Und wenn man das schnell machte, dann konnte das natürlich passieren, dass der eine Hebel noch zurückkam, während man den anderen schon anschlug und dann verhakten die sich vorne. Und das sollte natürlich möglichst selten passieren. Und deswegen hat man die Buchstaben so aufgeteilt, dass das möglichst selten vorkommt. Deswegen haben wir diese Art von Tastaturanordnung. Beides ist kein Argument mehr heute. Man könnte sagen, naja, jetzt endlich mal vernünftige Tastaturanordnung. Wie zum Beispiel hier, das rechts oben, das ist ein Minitel. Das ist in Frankreich gab es das von der Post, von der französischen Post, in den 80er Jahren schon, ein System, da konnte man Bildschirmtext machen, also im Prinzip wie Videotext, aber man konnte auch noch Eingaben machen. Gab es in Deutschland auch, hieß in Deutschland Bildschirmtext. War in Frankreich allerdings als Minitel viel erfolgreicher. Und wenn ihr da mal guckt, da ist eine Tastatur, komischerweise auch kursiv angeordnet, aber A, B, C, D, E, F, G steht da drauf. Das ist also eine ABC-Tastatur. Es gibt viele andere Tastaturen. Das hier Dvorak Simplified Keyboard oder hier Neo, das ist eine deutsche Tastaturanordnung. Die sind jeweils optimiert auf bestimmte andere Dinge, häufig aber vor allen Dingen sehr stark auf die Sprache angepasst. Bei diesem Neo ist es so, dass man fast alles in der mittleren Zeile schreiben kann. Fast alle Worte, ich weiß jetzt gerade im Moment nicht, ob es deutsche oder englische sind. Ich würde annehmen Englisch, ich weiß es aber gerade nicht, aber auf jeden Fall kriegt man fast alles in der mittleren Zeile hin und dann ist es noch häufig so optimiert, dass man Wörter mit so Rollbewegungen schreiben kann und dass man also relativ zügig bestimmte Worte schreiben kann. Und, was ist damit? Nichts. Ja, gibt es nirgends. Warum gibt es das nirgends? QWERTY und QWERTZ sind natürlich total etabliert. Es gibt Schreibmaschinenschulen für QWERTY und QWERTZ. Und die, naja, da geht man hin, es gibt keinen Tippkurs für andere. Und, naja, die Vorteile, die eventuellen Vorteile rechtfertigen die Umgewöhnung nicht. Denn der Unterschied ist dann so groß doch gar nicht, wenn man es mal untersucht, wie viel schneller es sein kann. Da werden dann häufig große Zahlen präsentiert, wie viel Prozent schneller es sein kann. Das ist aber quasi unter idealisierten Bedingungen, unter denen man üblicherweise nicht schreibt. Also bleibt man bei der Konvention. Wenn eine Konvention erstmal besteht, ist es schwierig, dagegen anzugehen und auch oft nicht sinnvoll, selbst wenn es nicht das Idealste ist. Das Ideale ist. Ich bin letztes Mal schon darauf hingewiesen worden, dass es nichts Idealstes gibt. Sprachfehler, tut mir leid. Also Konventionen. Konventionen sind, naja, wenn es sie gibt, möglichst einzuhalten. Da kann man wenig gegen tun. Wie kommen wir denn zu bestimmten Konventionen oder wie machen wir es denn überhaupt, dass bestimmte Sachen, naja, verständlich sind? Häufig wird dann gesagt, na, wir führen eine bestimmte Regel ein. Wir machen nach einer bestimmten Regel, gestalten wir etwas und wenn der Nutzer diese Regel dann verstanden hat, dann ist für ihn die Gestaltung leichter zu verstehen. Das kann auch in die Hose gehen, wie zum Beispiel bei diesem Bild hier. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist hier am Campus, hängen die in den alten Kernen, also in dem alten Teil der Uni, hängen häufig noch diese Wegweiser. Ich habe letztens noch welche gesehen. Die sind angebracht worden, als dieser Campus so gebaut wurde, also in den 70er Jahren. Wegweiser, um von einem Gebäudeteil ins andere zu kommen. Und wenn ihr euch den mal anguckt, dann ist der extrem verwirrend. Wenn ihr denkt, was ist darauf eigentlich abgebildet? Man sieht irgendwie relativ einleuchtend, so ein eigenartiges Gebilde von Verzweigungen. Aber man befindet sich ja in einem Gebäude und üblicherweise will man von einem Gebäude ins andere Gebäude kommen. Aber dafür ist das Ding überhaupt nicht gut gemacht. Denn was herausgestellt ist, sich absetzt, sind nicht die Gebäude, sondern sind die Straßen und Parkplätze. Was natürlich als Hinweis auf einen Fluchtweg oder einen Punkt, an dem man sich treffen soll, vielleicht okay sein könnte. Aber dann müsste man zumindest wissen, wo man eigentlich ist. Also es ist nicht so einfach. Dann hat man genau, gut, das sind ja uralte Dinger, dann hat man die hinterher durch diese Teile ersetzt und die haben das gleiche Problem. Ja, also sie sind auch nicht besser.
Ich habe jetzt gerade draußen geguckt, also hier am Haupteingang, beziehungsweise nicht Haupteingang ist das ja hier nicht, hier von vorn, wenn man Richtung E-Gebäude geht, der Plan, der ist mittlerweile nicht mehr so, der ist besser. Der zeigt die Gebäude als ausgezeichnete Gebäude und die Straßen nicht so prominent wie hier. Damals ist Herr Keil dann hingegangen und hat dann gefragt, wieso ist das eigentlich so? Wieso haben wir diese komischen Pläne, wo man das, was man wissen will, nicht sieht, sondern stattdessen sieht, wo die Parkplätze sind? Und dann hat man gesagt, naja, das liegt am Unfallschutz. Da gibt es Regeln für Pläne für den Unfallschutz. Ich habe dann mal mich auf die Suche begeben, ich habe keine gefunden für den Unfallschutz, aber es gibt zum Beispiel Regeln für Pläne für die Feuerwehr. Für die Feuerwehr zum Beispiel müssen Pläne so aussehen. Da sind Pläne, wo jetzt hier die Gebäude sind so eingezeichnet in den Umrissen und dann ist eingezeichnet, wo es irgendwo gefährlich ist. Und man sieht relativ prominent in Grau die Straßen. Das ist für die Feuerwehr natürlich auch sehr wichtig, die Straßen und wie breit die Straßen sind und ob man da durchkommt und solche Sachen. Das ist aber kein guter Ratgeber und kein gutes Regelwerk für Gebäudepläne. Also man darf nicht einfach ein Regelwerk nehmen und es übertragen. Überhaupt ist es mit Regeln und Systematiken so eine Sache. Wir gucken uns mal zwei Beispiele an, die beide hier von der Uni sind. Das eine sind Raumnummern hier an der Uni. Und das andere ist ein Fahrstuhl bei uns an der Fürstenallee. Diese Raumnummern, sind die euch irgendwie klar geworden? Sind ja schon schwierig, ne? Also vor allen Dingen im P-Gebäude sind sie ja ganz schwierig. Aber dann auch nimm mal das andere, H624, Gebäude H, sechster Stock, 124. Wisst ihr, was 124 ist? Also das eine ist die 100. Das ist die Himmelsrichtung. Und dann sind die Fenster durchgezählt. Deswegen hat man immer so Sprünge in den Nummern. Weil man einfach, also ihr könnt gucken, wenn das um drei weiter springt, dann ist das eine wichtige Person, die da sitzt, dann hat die nämlich drei Fenster. Und wenn er nur um zwei weiter springt, dann ist das eher ein Mitarbeiterbüro. Das erklärt sich aber irgendwie kaum. Das andere ist dieser komische Fahrstuhl hier. In welcher Reihenfolge stehen da eigentlich die Knöpfe drauf? 1U, 2O? Komisch, ne? Und für beides gibt es Regelwerke. Gucken wir uns mal gerade das Regelwerk an für Gebäude hier an der Uni. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob euch das je aufgefallen ist, aber wenn man hier als Unbekannter reingeht und denkt, wie komme ich eigentlich zum Beispiel von C nach L? Und dann sagt man ja natürlich von C über D, E, N und L. Aha. Das ist ja schon eigenartig, ne? Wie kommt eigentlich diese Reihenfolge dieser Gebäude zustande? Und da gibt es eine Regel für, und zwar ist dann das Kreise. Wir haben hier A, B, C, D. Im nächsten Kreis haben wir E, G, H, J, K. Nächster Kreis, L, N, O, P, Q. Ja, mehr haben wir da nicht. S ist schon im nächsten Kreis. T, U, V gibt es nicht, aber oben ist W. Ne? Also das ist der, in Kreisen gehen wir da durch. Daraus, da gibt es ein paar Fehler drin. Also man müsste eigentlich sagen, das müsste Gebäude F sein, was IW ist. F ist Fürstenallee, ne? Also wo wir sitzen. G, H, dann die Bibliothek müsste eigentlich Gebäude I sein. J, K. So, dann haben wir L, das L-Gebäude, und das ist eigentlich falsch, das müsste das M-Gebäude sein. Ne? Wie soll man da jemals ein M-Gebäude zwischenbauen? Hier vorne. Ne? Also müsste L-Gebäude da sein, M, N, O, P, Q, das I-Gebäude müsste eigentlich das R-Gebäude sein. So, jetzt haben wir es repariert. Nur, hilft uns das? Diese Systematik ist nicht erkennbar, wenn man auf dem Campus ist. Sie hilft einem in der Navigation auf dem Campus auch nicht im geringsten weiter. Das heißt, diese Regel ist eine Regel für nichts. Also zumindest nicht eine, die irgendwie dem Verständnis dienen würde. Und ähnlich ist das Problem hier bei dem Aufzug. Das liegt daran, dass man eine Regel für die Anordnung der Knöpfe gewählt hat, die eigentlich für größere Gebäude ist. Und bei größeren Gebäuden kann man es ja nicht mehr machen. Angenommen, ihr habt hier 20 Stockwerke, könnt ihr nicht einfach so die Knöpfe untereinander machen, weil dann muss man entweder ganz unten oder ganz oben drücken. Deswegen hat man die dann nebeneinander gemacht und hat gerade und ungerade so nebeneinander gestellt. Nur, wenn man nur 1 und 2 hat an Zahlen überhaupt, dann ist diese Anordnung nicht hilfreich, weil man dieses Regelwerk
nicht als solches erkennen kann. Also reine Regeln zu nehmen, schwierig. Wichtig ist, und das wird häufig angegeben, konsistent gestalten. Das ist ein ganz großer Hinweis, wird immer gesagt, man muss konsistent gestalten. Das heißt, wenn man sich für etwas entschieden hat, auf eine gewisse Weise zu gestalten oder ein gewisses Verhalten bei einer bestimmten Aktion anzugeben, dann muss das immer so sein. Nur leider hilft uns das auch nicht, wenn wir uns zum Beispiel Drag and Drop angucken. Drag and Drop ist vollständig inkonsistent. Wenn ich Drag and Drop mache von einem Datenträger auf den Desktop, dann wird diese Datei kopiert. Von einem Ordner in den anderen Ordner auf dem gleichen Volume wird es verschoben. Das ist alleine schon häufig eine schwierige Sache, weil man häufig gar nicht so richtig weiß, ob es das gleiche Volume ist oder nicht, gerade wenn man mehrere Platten in seinem Computer hat. Außerdem ist dann diese Systematik auch nicht mehr so ganz die richtige. Wenn ich einen Drag-and-Drop auf ein Programm mache, dann wird das weder dort hinein kopiert noch hinein verschoben, sondern es wird nur das Programm damit geöffnet. Und wenn ich verschiebe unter Windows, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, ich habe hier einen Ordner aus Programme raus. Wenn ich jetzt generell etwas auf den Desktop ziehen würde, verschiebe ich es. Wenn ich eine Programmdatei nehme und ziehe sie auf den Desktop, erstelle ich eine Verknüpfung. Das hier mal, ne? Also da steht Verschieben dran und beim Programm, der DLL wird wahrscheinlich auch verschoben werden, und die Programmdatei nehme ich jetzt auch noch und die wird verknüpft stattdessen. Das ist inkonsistent. Ne? Aber es ist natürlich sinnvoll. Es ist im Handlungszusammenhang sehr sinnvoll. Immer das Gleiche zu machen, wäre nicht die bessere Lösung. Wer von euch einen Mac verwendet, hat vielleicht diesen Umstieg mitgemacht. Und die anderen haben sich vielleicht schon mal drüber geärgert. Unter Windows ist es so, üblicherweise, wenn ich ein Windows-Tablet habe und nehme da meinen Finger und nehme den Finger nach oben und nach unten und scrolle, dann mache ich dieses hier. Ich bewege den Inhalt nach unten oder nach oben. Das tue ich auch auf jedem iPhone und auf jedem Tablet überhaupt. Ich fasse drauf und verschiebe den Inhalt nach oben und unten. So ein Scrollrad oder so ein Trackpad machen üblicherweise nicht das, sondern die verschieben nicht den Inhalt, sondern die verschieben das Fenster nach unten oder nach oben. Das heißt, sie verschieben genau in die andere Richtung. Wenn ich nach oben schiebe mit dem Finger, geht der Inhalt nach oben. Wenn ich nach oben rolle auf dem Scrollrad, geht der Inhalt nach unten. Das ist die übliche Variante gewesen. Diesen Unterschied gab es Ewigkeiten. Da kann man zu sagen, das ist inkonsistent. Muss man aber nicht sagen, dass es inkonsistent ist. Die Frage ist immer, zu was bin ich eigentlich konsistent? Apple ist hingegangen und hat es angeglichen und hat gesagt, auch auf Scrollrädern und auch auf dem Trackpad und überall habe ich immer dieses Verhalten wie auf der linken Seite. Ich verschiebe also immer den Inhalt nach oben und nach unten. Und dazu hat man gesagt, das ist Natural Scrolling. Das ist ein Marketingbegriff sondergleichen, der absolut nichts bedeutet und auch nicht wirklich sinnvoller ist. Also die andere Lösung war genauso natürlich oder unnatürlich wie diese. Also die Konsistenz ist hier nicht unbedingt der beste Ratgeber. Um das zusammenzufassen, Konsistenz wird häufig als das A und O angegeben, aber ist durchaus kritisch, denn man muss immer sagen, worauf bezieht sich das eigentlich? Also wenn wir uns oben das angucken bei Schneiderman, consistent sequences of action should be required in similar situations. Similar situations. Nur, was sind denn gleiche Situationen? Bei dem Drag and Drop ist die gleiche Situation, dass ich nur überhaupt gedroppt habe und gedragt, oder ist es auch dieser Kontext, den man damit betrachten kann? Problematisch. Es ist nicht drauf, worauf bezieht sich eigentlich die Gleichheit bei Konsistenz. Wenn man Inkonsistenzen hat in der Bedienung, werden die oft gar nicht erkannt, haben die Leute überhaupt kein Problem damit. Es kann zu Problemen führen, wenn ich konsistent gestalten will, weil ich mehrere Konsistenzanforderungen habe, die sich teilweise überlappen oder sogar widersprechen können. Oft kriege ich es nicht hin, schlicht und ergreifend, und ich kann Inkonsistenzen auch absichtlich nutzen wollen, einfach um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Also Konsistenz als einfach nur Konsistenz und
einfach nur ein Regelwerk einführen und an das halten, dann wird es schon, irgendwie verstehbar sein, sind beides keine guten Ratgeber. Was wir daher machen, ist, wir nehmen diese beiden Begriffe hier. Wir sprechen einmal über Konformität. Da reden wir darum, über Konventionen, die es schon gibt in der Welt. Aus allen möglichen Quellen, die gucken wir uns an. Und über Vermeidung von typischer Fehler bei der aufgabenkonformen Gestaltung. Wie ich ja eben gesagt habe, wir können die Aufgabe nicht genau bestimmen, aber wir können bestimmte Sachen sagen, die sind nicht aufgabenkonform. Und das andere ist Erwartungsstabilität. Das heißt, ich erzeuge selber eine Software, die möglichst stabil ist, wo sich nicht Dinge von einem Punkt zum anderen Punkt auf einmal ändern, ohne dass es einen Grund dafür gäbe. Gucken wir uns bei Konformität mal an. Was gibt es für Konformitäten? Wo kommen so Konventionen her? Natürlich gibt es kulturelle Konventionen. Zum Beispiel gibt es bei uns die kulturelle Konvention, dass wir von links nach rechts lesen. Oder es gibt die kulturelle Konvention, dass Rot eine Farbe ist, die Gefahr bedeutet. Das sind kulturelle Konventionen. Es gibt aufgabenspezifische Konventionen, bestimmte Reihenfolgen, die der Aufgabe entsprechen, Anordnungen, die der Aufgabe entsprechen, Fachbegriffe, ne, aus der Aufgabe kommen. Und es gibt plattformspezifische Konventionen. Also, dass man sagt, unter Windows sieht ein Button so und so aus und hat dieses Verhalten, zum Beispiel. Es gibt natürlich auch Konventionen, die sich auf Organisationen betreffen, beziehen, also zum Beispiel auf diese hier, dass wir hier in der Universität bestimmte Konventionen haben, was die Websites angeht zum Beispiel. Die habe ich hier mal abgesetzt, weil ich sagen würde, eine Organisation ist irgendetwas zwischen Aufgabe und Kultur. Also man könnte es auch sagen, eine Subkultur. Deswegen brauchen wir uns die nicht extra anzugucken. Wir gucken uns als erstes Plattformkonformität an, aber nur ganz kurz. Und dazu erzähle ich in der nächsten Woche, wenn wir so ein bisschen so über den Tellerrand hinausblicken, das ist der Inhalt da, da erzähle ich ein bisschen mehr zu Plattformkonformität und den Anforderungen, die die Betriebssystemhersteller so bieten. Das ist teilweise recht lustig, weil die sich teilweise auf eigenartigste Art widersprechen. Es gibt aber von allen Betriebssystemherstellern Vorschläge zur konformen Gestaltung, also User Interface Guidelines nennen die sich dann immer, gibt es von Apple. Von Apple gibt es sie für alle drei großen Plattformen, die sie ja haben, also für Mac, für iOS, also iPhone und Tablet und für WatchOS, also für die Uhren. Für alle drei gibt es eigene User Interface Guidelines. Sie sind auch durchaus unterschiedlich. IBM hat welche, Microsoft hat welche, die haben auch mindestens zwei. Also einmal für ihr Modern UI, das ist dieses Kachel-User Interface, und das andere das klassische, also die für, mit normalen Fenstern. Java gibt es User Interface Guidelines und so weiter und so fort. Das findet also für jeden Anbieter User Interface Guidelines. Sehr interessant sind die von Google, also wirklich lesenswert. Wir wollen an dieser Stelle nur mal darauf ausgehen, wenn es User Interface Guidelines gibt, wenn ihr für eine bestimmte Plattform gestaltet, dann haltet euch an das, was da üblich ist. Ihr müsst schon einen sehr guten Grund haben, euch nicht daran zu halten. Wenn ihr einen guten Grund daran habt, euch nicht daran zu halten, dann müsst ihr das aber auch vernünftig klar machen. Hier ein Beispiel. Drei Programme, jeweils auf dem Mac, jeweils waren mehrere Dateien geöffnet und ich habe auf Beenden geklickt und ich kriege jeweils einen ziemlich ähnlich aussehenden Dialog. Es steht hier, existieren zwei Pages-Dokumente mit noch nicht bestätigten Änderungen. Möchtest du die Änderungen überprüfen, bevor das Programm beendet wird? Darunter Smultron, das ist ein Editor, das ist genau das Gleiche. Und unten drunter auch genau der gleiche Text oben. Nur wenn ihr euch mal die Buttons anguckt, das ist doch komisch. Sichern und beenden steht jeweils da und bei unten steht Änderungen verwerfen an der gleichen Stelle. Das heißt, der gleiche Dialog, der genau gleich aussieht, macht das Gegenteil. Das ist also prädestiniert, dass man das falsch benutzt. Wenn man bei Microsoft aus irgendeinem Grunde, mag ja einen Grund geben, ich kenne ihn nicht, aber wenn es da einen Grund gibt, dass man sich hier anders verhalten möchte, dass man genau das Gegenteil möchte, dann müsste man einen Dialog nehmen, der auch ganz anders aussieht. Einen zu nehmen, der so aussieht wie der vom Betriebssystem, aber auf einmal das Gegenteil macht, das ist gefährlich. Kommen wir mal zum größeren Bereich der Aufgabenkonformität. Wie gesagt, viele Sachen, viele Bereiche können wir nichts zu sagen, aber
Wir können Hinweise geben auf bestimmte Dinge, die man unterlassen sollte, weil sie die Aufgabenkonformität negativ beeinflussen. Es kommt, und ich verspreche auch zum letzten Mal, dieser Parkautomat. Und bei den Parkautomaten habe ich jetzt dieses Mal mal eingezeichnet, in welcher Reihenfolge ich den eigentlich bedienen muss, um zu meinem Parkticket zu kommen. Das sieht so aus. Ich muss erst da drücken, dann da, dann da, dann gucke ich hier, dann gucke ich da und dann mache ich da. So. Das ist ein bisschen durcheinander, ne? Wie man sieht. Also ich gucke immer so quer über diesen ganzen Apparat. Das hat garantiert Gründe, die in dem Inneren des Apparats liegen, was zusammen ein Aggregat ist und sowas. Das lasse ich jetzt mal völlig außer Acht. Ich betrachte den mal, als wäre das ein digitales User-Interface und ich kann alles frei positionieren. Dann kann man diesen Automaten optimieren, indem man die Reihenfolge, die Bearbeitungsreihenfolge, abgleicht mit der Reihenfolge der Elemente, der User-Interface-Elemente. Das heißt, ich bilde das eine auf das andere ab. Das heißt, ich habe als erstes diese Frage, will ich eigentlich eine Tageskarte oder nicht? Als zweites habe ich einen Bezahlbereich. Da habe ich jetzt alles, was bezahlen ist, untereinander drin und auch nah beieinander, also auch auf die entsprechend auf Zuordnungen geachtet. Und als drittes den Bereich, wo ich den Parkschein anfordere. So, das habe ich jetzt mal so, sieht nicht besonders schön aus. Ich weiß, man könnte das noch schicker machen. Ich habe es einfach mal so hingefummelt, ne? Also mit grafisch einfach zusammengepasst. Dann hat mir allerdings noch jemand erzählt, und deswegen habe ich noch eine zweite Fassung gemacht, diese Sache mit der Tageskarte, die braucht man eigentlich gar nicht. Man kann auch einfach genug Geld reinschmeißen, dass man eine Tageskarte kriegt. Geht das auch. Ne? Also deswegen könnte man das auch lassen und könnte die Tageskarte hiermit integrieren und kann dann auf der linken Seite noch irgendwas anderes unterbringen, zum Beispiel diese Hinweisfelder. Das ist eine Anordnung, gekoppelt an die Bearbeitungsreihenfolgen. Sowas gibt es auch in Koala. Ich packe mal hier rein, dann sieht man das besser. Das ist vom Design mal irgendwie ein bisschen durcheinander geraten. Aber grundsätzlich sieht es so aus, ein Bereich von Koala, den ihr nicht seht, das ist unser Bereich, in dem wir die Klausuren koordinieren. Und da haben wir das ähnlich gemacht. Wir sind hingegangen und haben gesagt, so, was muss man denn alles weit vor der Prüfung einstellen? Zum Beispiel den Raum und die Uhrzeit und die Teilnehmer eintragen, das ist ja alles weit vor der Prüfung. Deswegen haben wir das alles hier in einen Bereich gepackt. Dann brauchen wir für die Prüfung ein paar Sachen. Für die Prüfung müssen wir nämlich zum Beispiel die Listen, die wir hier aushängen, ausdrucken oder die Etiketten basteln und sowas. Das ist ein weiterer Teil, das ist der zweite Block. Dann kommt irgendwann Korrektur und sowas findet alles statt. Nach der Korrektur kommt der nächste Block. Punktelisten kann man koordinieren, man kann den Notenschlüssel eingeben, man kann die Prüfungspunkte eingeben. Und wenn das Ganze fertig ist, kommt wieder der letzte Block nach der Prüfung. Dann kommt dieser ganze Export von Daten ans Prüfungsamt. Das heißt, wir haben die Aufgaben, die Abarbeitungsreihenfolge auch optisch abgebildet. Das ist eine Sache, die kann man eigentlich immer machen, wenn man einen klaren Prozess hat, der immer so in Schritten geht. Das funktionierte bei dem Parkautomaten, funktioniert auch hier bei diesem Beispiel hier in Koala für die Klausurorganisation, so heißt das. Ein genereller Tipp, wenn es möglich ist. Häufig wird es eher so gemacht, dass die Sachen, die zusammengehören, inhaltlich zusammengehören, geblockt werden. Das heißt, Teilnehmereingabe, Teilnehmerliste wird dann geblockt oder Teilnehmereingabe, Noteneingabe, Notenverschicken wird geblockt oder sowas. Aber diese Sachen gehören zwar inhaltlich zusammen, aber sie werden in der Abarbeitungsreihenfolge nie zusammen benutzt werden. Ein wichtiger Aspekt bei Aufgabenkonformität ist Sprache. Nerd-Sprache ist zu vermeiden. Fangen wir mal mit dem oberen an. Das eine ist eigentlich, sind eigentlich die simpleren Sachen, keine negativen, doppelt negativen Aussagen verwenden. Das sollte eigentlich relativ klar sein, aber es gibt trotzdem manchmal solche Sachen wie, wollen Sie Ihre Arbeit wirklich nicht verwerfen? Und da muss man erstmal überlegen, was bedeutet denn jetzt, wenn ich dazu Ja sage? Was mache ich dann eigentlich? Oder wir haben bei uns drüben so eine Mediensteuerung, die kann Picture Mute, also schwarz schalten, das Bild. Haben sie Picture Mute genannt. Und dann kommt dann, Picture Mute ist aus. Und ich überlege auch jedes Mal, habe ich jetzt ein Bild oder habe ich jetzt keines? So eine doppelte Verneinung drin.
keine zu langen Sätze verwenden und keine Konjunktivkonstruktionen verwenden. Das sind generell Sachen, Tipps, die kann man geben. Wenn man das macht, dann hat man eigentlich immer eine zusätzliche Hürde drin, die mit der Aufgabe in der Regel nichts zu tun hat. Aber technische Begriffe und Nerdsprache sollte man, wenn es denn irgendwie geht, vermeiden. Solche Begriffe wie Datei und Daten zum Beispiel sind zwar ziemlich verbreitet, aber werden oft ganz wirr verwendet, völlig durcheinander verwendet. Also wenn man nicht über Dateien sprechen muss, sondern zum Beispiel über Dokumente oder über Musikstücke, dann ist das in der Regel eindeutiger, was man meint für den Nutzer. Englische Ausdrücke, das ist so eine Sache, die, da neigen wir ITler ja dazu, dass wir immer englische Ausdrücke für Sachen verwenden, wo es durchaus gute deutsche Ausdrücke gibt. Also Backup, Viewer, Shell und sowas. Das muss ja alles, sind alles Brücke nicht sein müssen. Ausdrücke, die in der IT eine besondere Bedeutung haben. Und das ist etwas, das sieht man ganz oft falsch irgendwo. Also Zertifikat, Konto, Prozess, Routine. Ein Zertifikat, niemand außerhalb der Informatik benutzt ein Zertifikat, um sich auszuweisen. Ein Zertifikat ist etwas, was man kriegt, wenn man einen Kurs bestanden hat oder sowas. Aber nicht, um sich auszuweisen. Das ist dann vielleicht ein Schlüssel oder eine Zugangskennung, aber kein Zertifikat. Ein Konto hat man in der Regel auf der Bank. Ne? Und nicht die Zugangsdaten sind kein Konto. Ein Prozess führt man meistens dann, wenn man die Bank überfallen hat. Aber ein Prozess im Sinne des laufenden Programms oder so, oder wie viele Programme laufen da noch, ist eine Sache, die eigentlich im normalen Sprachgebrauch normaler Leute, wenn man das mal so nennen will, nicht vorkommt. Genauso wie Routine. Ne? Also ein so ein bisschen Begriff, der nicht vorkommt. Dann gibt es ein paar Begriffe, die sind sehr lustig, weil man mit denen sich sofort als Nerd oder als Informatiker, schlimmstenfalls sogar als beides, outet. Standardmäßig. Wenn ihr in der Mensa jemanden trifft, der sagt, bei den Spaghetti ist standardmäßig Tomatensauce dabei, dann wisst ihr, das ist ein Informatiker. Kein Mensch benutzt das Wort standardmäßig. Das ist eine typische Techniksprache. Das gleiche gilt für per Default. Es gibt so schlicht und greifend Worte wie normalerweise, üblicherweise. Man muss nicht solche komischen Wörter verwenden. Das Wort aufsetzen ist auch so etwas Kurioses. Aufgesetzt werden eigentlich nur Hüte und Kaffee. Das ist, meiner Meinung nach, ist das eine Fehlübersetzung des Wortes Setup. Also eine zu wörtliche Übersetzung des Wortes Setup. Also wenn, dann wäre das richtige Wort einrichten. Ne? Ich muss deinen Computer noch einrichten, nicht ich muss deinen Computer noch aufsetzen. Was denken denn die Leute, was man eigentlich macht? Ne? Also ausrollen ist noch so ein Begriff. Ne? Also wenn ich muss das Programm ausrollen. Also selbst mir geht es so, ich denke dann immer an so eine Kuchenrolle, so eine für Plätzchen da, so eine Rolle. Bei Ausrollen oder Teppiche. Ganz komische Metaphern. Child died. Das ist für die Informatiker intern verständlich. Sollte am User Interface bitte nicht auftauchen. Wir sehen das gleich sogar noch auf dem Beispiel, sogar noch mit einem schönen Wort davor. Ja, und dann solche Sachen wie hier diese da, Datenträger auswerfen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit an meiner ehemaligen Schule. Da wurde das erklärt und dann hieß es da, ja, da müssen Sie erst noch den Datenträger auswerfen. Das war so ein USB-Stick, der steckte hinten im Rechner von damals. Und der Lehrer, der dahinter saß, der machte so eine so Seite, weil er die Befürchtung hatte, das Ding würde jetzt da rausgeschossen. Eine Datenträger auswerfen, das ist ein ganz eigenartiger Begriff. Die Datei ist korrupt. Das englische Wort corrupt kann beschädigt heißen oder nicht mehr wohlgeformt, so nach dem Sinne. Das deutsche Wort korrupt heißt das nicht. Das deutsche Wort korrupt hat dann eher wieder was mit dem Prozess von oben zu tun. Und unerwarteter Fehler ist auch so ein ganz eigenartiges Teil. Ein Bekannter aus Münster hat mir da erzählt, was seid ihr Informatiker eigentlich drauf? Erwartet ihr eure Fehler etwa? Und dann habe ich ihm das erklärt und ich sage, ja, das tun wir. Es gibt so bestimmte Situationen, wo Fehlersituationen eintreten, die kann man erwarten und dann kann man sie behandeln. Und wenn sie nicht behandelt werden, dann ist es ein unerwarteter Fehler. Aber das ist doch für den Nutzer kein vernünftiger Ausdruck. Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Das ist Informatikersprech. Bitte nicht. Wir haben so ein paar Beispiele hier.
den mittleren, gucken wir uns mal an, habe ich noch nicht verstanden, was das eigentlich bedeutet. Da steht Runtime Broker Exe. Die Gruppe oder Ressource haben für diesen Vorgang nicht den richtigen Zustand. Ich weiß bis heute nicht, was das mit mir macht. Unten links, die Syntax für den Seitenbereich ist ungültig. Da heißt, ich habe angegeben irgendwie, das ist ein Druckdialog, und ich habe nicht angegeben 5 bis 13, sondern ich habe bei Seiten reingeschrieben, wichtige. Ne? Also kann ja sein, dass das mal jemand da reinschreibt. Und dann kommt als Fehlermeldung, die Syntax für den Seitenbereich ist ungültig. Ist keine schöne Rückmeldung. Ne? Syntax ist kein Wort, was jemand normalerweise benutzt. Und da oben ist es, ne? Und dann steht vor dem Child Diet sogar noch, ups. Ja, besonders schön. Also bitte achtet darauf. Wir haben gleich noch mehr sprachliche Sachen, die sind auch lustig. Wir kommen zur kulturellen Konformität. Das heißt, da kann man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist, wir sind konform zum aktuellen Kulturkreis, in dem wir uns gerade befinden. Das ist intern quasi. Also wir sind in einem bestimmten Kulturkreis und da verhalten wir uns konform. Oder es gibt eine externe Sichtweise, das heißt, wir denken daran, die Regeln aus unserem Kulturkreis sind nicht überall die gültigen Regeln und die gültigen Konventionen. Das heißt, entweder bauen wir unser Programm so, dass bestimmte Probleme dann nicht auftreten, dass wir bestimmte Sachen meiden, oder wir denken daran, dass man bestimmte Sachen lokalisieren muss. Und das kann mehr sein als nur die Sprache. Das können zum Beispiel auch Farben sein, das könnten auch Icons sein. Da sehen wir gleich Beispiele zu. Gucken wir erstmal so ein paar interne Sachen an. Die Leserichtung zu beachten ist zum Beispiel so etwas. Leserichtung in unserem Kulturkreis ist von links nach rechts und von oben nach unten. Das heißt, ein Abschluss von etwas sollte unten sein und rechts. Wenn ihr mal darauf achtet, wie Formulare üblicherweise gemacht sind, so Behördenformulare, die sind in der Regel auch so aufgebaut. Das heißt auch nicht umsonst Unterschrift. Das ist nämlich deswegen eine Unterschrift, weil man sie unter das setzt, was darüber gilt. Das heißt, was unter der Unterschrift steht, das ist irrelevant. Deswegen muss man häufig auf Formularen mehrfach unterschreiben, weil man immer so einzelne Blöcke unterschreibt. Aber hier zum Beispiel, das ist das Formular von der Fachschaft zum Eintragen der VKRIT-Termine. Da gibt es einen Knopf, mit dem man das bestätigt, mit dem man das weiterschaltet, und ich habe ihn nicht gefunden. Und wo ist er? Na, hier ist er. Da. Weiter zum Daten überprüfen. Er ist nicht rechts, sondern er ist links. Und vor allen Dingen, er ist viel zu nah dran an dem eigentlichen Formular. Also man hat ihn gar nicht abgesetzt. Noch dazu sind so viele zusätzliche Linien da, die nicht notwendig gewesen wären. Das heißt, das Formular ist so unübersichtlich gestaltet und hat dann auch noch diese Konvention nicht eingehalten mit der Richtung, dass ich diesen Button nicht gefunden habe. Aber es würde wahrscheinlich schon ausreichen, den Button einfach nur nach rechts zu setzen, um ihn zu finden. Davon ist auszugehen. Muss man mal ausprobieren, müssen wir mal einen Test machen. Mein iPad hat eine Betriebssystemaktualisierung gemacht, und nach der Betriebssystemaktualisierung will das immer alle möglichen Daten von mir neu wissen. Das ist so eine Eigenart, die die Dinger ja leider haben. Gut, das heißt, ich muss da irgendwie mal wieder mein Passwort eingeben für meine Apple-ID. Schön, habe ich gemacht und danach habe ich auf Überspringen gedrückt. Denn an der Stelle erwartet ich das Weiter. Weiter steht oben rechts. Das ist ja nicht schlimm, dass es da steht. Man kann ja sagen, wir bieten Weiter und Zurück immer oben rechts und oben links an. Aber dann bitte doch flexibel auch nochmal hier. Also das ist blöd. Das ist einfach nicht beachten dieser Regel. Recht verwandt mit Leseflussrichtungen sind die Bedeutungen von Richtungen allgemein. Dieses ist hier aus dem Bereich der klassischen Hardware-Ergonomie, also von so Leitständen, von irgendwelchen großen Industrieanlagen oder sowas. Da gibt es viel Forschung zu. Wie sollten denn da eigentlich diese Gerätschaften eingerichtet sein, dass man sie so bedienen kann, wie derjenige das meint? Also dass da nicht viele Bedienungsfehler auftreten. Und da kann man dann sagen, ja, wenn ich so einen Hebel nach rechts ziehe, dann bedeutet das mehr, schneller. Wenn ich nach links, langsamer oder weniger. Genau das Gleiche kann man sagen für oben und unten. Oben ist mehr, unten ist weniger. Oder nach hinten ist mehr, nach vorne ist weniger. Das sind so die Regeln, die man so allgemein dazu aufstellen kann. Das Lesen ist dafür so eine kleine Ausnahme, dass man nicht von unten nach oben schreibt, sondern von oben nach unten.
Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Hätte man auch andersrum machen können. Aber da ist es nun mal so, die Konvention halt andersherum. Aber uns ist üblicherweise, wenn man irgendwelche Sachen einstellen will, diese da. Ne? Rechts ist mehr, oben ist mehr, hinten ist mehr. Das hinten haben wir in der Regel nicht. Wir haben ja zweidimensionale User Interfaces. Aber rechts, links, oben, unten, das sind die Konventionen, an denen man sich halten sollte. Und die gelten auch für uns am User Interface. Das heißt, ein User Interface zu haben, wo ich nach rechts klicken muss, damit es leiser wird zum Beispiel, ist eigenartig. Kommt aber vor. Und ich muss gestehen, ich habe sogar selbst mal eins gebaut, wo das bei uns in der Fürstenallee so eine Mediensteuerung. Passiert aber zum Beispiel auch bei diesem Telefon. Nach da ist lauter, hier ist leiser. Wenn ich es andersrum halte, ist es immer noch dieser lauter und dieser leiser. Ne? Das heißt, dann kann einem sowas passieren, dass man in die falsche Richtung drückt, einfach weil man das Gerät falsch rumhält. Beim Drehen, wenn man Drehregler hat, auch das ist ja manchmal möglich, man simuliert so Drehregler, da ist es ähnlich, da gibt es auch eine ganz eindeutige Richtung und die ist sogar international gleich. Also während Leseflussrichtungen und so sind ja unterschiedlich, können ja anders sein. Wenn ihr euch zum Beispiel eine arabische Website anguckt, dann seht ihr, dass der Text ja andersrum geschrieben ist, der wird ja von rechts nach links geschrieben. Aber auch die anderen Einrichtungen der Texte sind umgedreht. Das heißt, wenn ihr einen Wetterbericht habt, dann ist der auch genau andersherum. Das heißt, der geht auch von rechts nach links. Rechts ist Montag, dann links davon Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, genau andersherum. Das ist da so. Die Drehstereotypen, wie das heißt, wird das da genannt, also was man sich so denkt, wenn man dreht, die ist weltweit gleich. Das ist die Anordnung an den Uhrzeigersinn. Das heißt, nach rechts drehen ist einschalten, mehr, plus, hinauf oder beim Schrauben hineindrehen. Rein, raus. Ne? Das sind die damit verbundenen Stereotype, die damit verbundenen Operationen. Da sollte man sich nicht dagegen verhalten. Wenn man sich dagegen verhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit der Fehlinterpretation groß. Es gibt dabei ein Problem, was man haben kann, nämlich wenn man davon mehrere Sachen koppelt. Wenn man zum Beispiel sowas hier hat, ich habe hier einen Drehregler und ich drehe den nach rechts, was würdet ihr annehmen, was passiert mit dem Zeiger da? Wo geht der hin? Nach oben. Ja, ist also an der Stelle kein Problem, also weil oben ist mehr und rechts ist mehr, das ist kein Problem. Aber hier habe ich ein Problem, nämlich wenn ich hier nach rechts drehe, dann könnte sein, dass der Zeiger nach oben geht, aber gleichzeitig mache ich so eine Bewegung mit der Hand, die den eigentlich nach unten drücken müsste. Das heißt, ich habe hier eine unklare Anordnung. Das heißt, man muss dann darauf achten, dass man sowas vermeidet, dass man zum Beispiel das macht. Dann hat man das Problem schon nicht mehr. Gut, das waren jetzt so Anpassungen an relativ wenige lokale Konventionen oder übliche Konventionen. Bei uns, wie gesagt, gibt es viel mehr. Farbkonventionen gibt es zum Beispiel. Oder auch, wie man bestimmte Dinge ausdrückt. Aber wir wollen gar nicht auf alle eingehen. Ich will vor allen Dingen noch eingehen auf die Internationalisierung und Lokalisierung, weil es da ganz große Probleme gibt, die man bitte beachten möge. Diese Folie ist unsere versaute Folie. Sieht gar nicht so aus, wird sie aber. Gucken wir uns mal die Icons da an. Diese Icons oben links, diese vier, die sind nicht international. Denn im arabischen Raum zum Beispiel werden Bücher ja quasi von hinten nach vorne gelesen. Also man müsste das Bild genau andersherum zeichnen. Hände schütteln ist nicht überall das übliche Ritual zur Begrüßung. Es wird nicht überall mit Messer, Gabel und Löffel gegessen. Und diese Arten von Briefkästen gibt es auch nicht überall auf der Welt. Trotzdem sind diese Bilder mittlerweile so verbreitet, dass die überall verstanden werden. Das heißt, auch im asiatischen Raum wird Messer, Gabel, Löffel für Restaurant für Essen als solches verstanden. Und auch dieser Briefkasten, mittlerweile hat ja jeder Zweite irgendwie auch an seinem Haus so einen Briefkasten. Ne? Also das hat sich sehr verbreitet, dieses Briefkasten-Ding. Vorsicht ist aber immer geboten, wenn man internationale Software macht. Ne? Es geht jetzt darum, also wenn ihr eine Software für den rein deutschen Markt macht oder für den deutschen und englischen Markt, aber bei Englisch ist schon gefährlich, weil das überall Verbreitung finden kann, dann könnt ihr natürlich die in Deutschland üblichen Zeichen verwenden, das ist klar. Aber wenn ihr internationale Software macht, sind diese Zeichen gefährlich. Und ich fange mal mit dem mittleren an.
Das mittlere Zeichen heißt in einigen Ländern eine Verdeutlichung eines ähnlich aussehenden Körperteils, so hinten. Das Zeichen darüber mit dem Finger nach oben wird in einigen Regionen als das Hineinstecken dieses Fingers in genau dieses Körperteil verstanden. Diese Hand steht, ich habe leider vergessen, in welchem Land, für jemandem Exkremente ins Gesicht werfen. Aber also vorsichtig, ne? Mit solchen Zeichen, wenn man international unterwegs ist. Sonst passiert euch das, was Microsoft hier passiert ist, was hier unten steht, die es mal geschafft haben bei, was war es denn, Windows 2000, ein Wort zu benutzen, varón für männlich, im spanischen Raum. Und was haben sie für weiblich für ein Wort genommen? Hembra für weiblich, was in einigen Teilen Lateinamerikas Hure bedeutet. Ne? Und das war zu einer Zeit, als man Software nicht etwa zum Download anbot, sondern auf DVDs oder beziehungsweise wahrscheinlich auf CDs gebrannt hatte. Das heißt, es war nicht teuer. Ne? Das ist dann aufgefallen, war natürlich hochnotpeinlich. Diese CDs mussten wieder irgendwie aus den Läden geholt werden, die mussten eingestampft werden und sonst wie. Ne? Also vorsichtig, man muss sowas beachten. Bestimmte Worte und vor allen Dingen verschiedene Zeichen ganz was anderes ausdrücken können. Tiere sind genauso gefährlich. Die Bedeutungen, die wir Tieren zuschreiben, liegen meistens an in unserem Kulturkreis relativ verbreiteten Geschichten über diese Tiere. Ziemlich oft. Ne? Also beim Hund weiß ich es jetzt gar nicht, dass ein Hund zum Beispiel für Suchen gilt. Ne? Also Suchhund oder sowas, woher das kommt. Ihr könnt euch vorstellen, es gibt Teile der Welt, in denen Hunde vielleicht eher gegessen als zum Suchen eingesetzt werden. Eine Eule ist das Zweite. Eine Eule gilt bei uns als Zeichen der Weisheit. Oft sind Eulen die Zeichen auf Lexika, also Eulen untergebracht. Es gibt Regionen, da gilt eine Eule als der Inbegriff eines dummen Vogels. Wenn man sich den so anguckt, wenn der so guckt, kann man sich das auch irgendwie fast einstellen. In anderen Gegenden, unter anderem sogar bei uns teilweise, gilt die Eule als ein Todesvogel. Also weil die oft sich auf Friedhöfen so rumtreiben und sowas. Kaninchen für schnell wird dann häufig mal einer Schildkröte entgegengestellt. Gerade Australier halten Kaninchen häufig eher für ein Zeichen von Vermehrung, weil die haben genau das Problem, dass die Kaninchen sich da vermehren ohne Ende. Ja, und wenn wir uns unten das Schwein angucken, dass man zum Beispiel in arabischen Teilen der Welt nicht unbedingt mit einem Sparschwein arbeiten muss, sollte sich eigentlich auch von selber verstehen. Das heißt, ich weiß auch gar nicht, warum ist es bei uns eigentlich ein Schwein? Also das hat sich irgendwie so ergeben, keine Ahnung, wahrscheinlich, nee, weiß ich auch nicht, vielleicht der Form wegen, keine Ahnung. Vorsichtig also bei solchen Zeichen. Wenn ihr da bestimmte Kulturkreise ansprechen wollt, dann testet das mit diesen Kulturkreisen vorher und lasst euch da auf sowas hinweisen. Oder versucht möglichst, wie gesagt, Tiere und Hände von vornherein zu vermeiden, weil das sind wirklich gefährliche Bereiche. So, ich komme auf keinen Fall durch, ich erzähle euch aber noch ein kleines bisschen was über Übersetzungen. Bei Übersetzungen von Text ist es wichtig, dass man immer im Kontext übersetzt. Ein ganz beliebter Fehler, ich bitte ihn zu vermeiden. Das eine ist zum Beispiel die Sache None. Wie übersetzt man eigentlich das Wort None ins Deutsche? Das geht nur im Kontext. Und geerbt von keine ist kein richtiges Deutsch. Wenn man so etwas hat wie hier, das zweite, muss man darauf achten, dass das im Zusammenhang zu lesen ist. Man darf also nicht die Zeilen alleine übersetzen. Das linke kann man nämlich lesen als Roll the mouse wheel to scroll multiple lines at a time. Ne? Da kann ich umstellen. Das rechte ist irgendwie Mausrad drehen, um einen Bildlauf auszuführen, mehrere Zeilen auf einmal. Das ist doch kein Satz. Ne? Das geht so nicht. Ne? Da hätte man anders übersetzen müssen. Es ist schon eine schlechte Idee und widerspricht auch übrigens, das ist von Windows 10, widerspricht auch übrigens den Design-Guidelines von Microsoft, das so zu machen, wie sie es gemacht haben, selber. Man sollte nie Sätze unterbrechen und durch User-Interface-Elemente, also, weil dann hat man immer das Problem, zum Beispiel in Deutschland sitzt das Verb immer hinten und in anderen Sprachen nicht und dann müsste das User-Interface-Element ja auch mitwandern oder so. Das ist keine gute Idee, das so zu machen. Ja, wie ist es, wenn ich etwas aus ist oder an ist oder ausschalte oder einschalte, aber wenn ich es eingeschaltet habe, dann ist es nicht ein, dann ist es an.
Ne? Auch so ein ganz typischer Fehler, wo man einfach das Wort on ohne Kontext übersetzt hat. Hier links steht was von primäre und sekundäre Taste umschalten bei der Maus. Die werden aber nicht umgeschaltet, die werden getauscht. Das Wort switch ist schlicht und ergreifend falsch übersetzt worden mit umschalten. Der Akku hier, weil auf Akku, ist kein Deutsch. Oder so ein Wort wie Display zum Beispiel. Unten, this display does not have oder sowas, haben sie übersetzt mit, für diese Anzeige ist keine Stift- oder Touch-Eingabe verfügbar, aber Display ist hier, Anzeige ist falsch. Das ist der Bildschirm, für den keine Touch-Eingabe verfügbar ist. Da sind also die Begriffe, das ist ganz typisch. Man gibt jemandem eine ganze Liste von Texten, einzelne Wörter oder einzelne Phrasen und die sollen übersetzt werden. Aber wenn derjenige den Kontext nicht kennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es falsch übersetzt wird, groß. Ich mache mal gerade diese Fehlübersetzungen noch zu Ende. Es sind noch ein paar, aber dann hören wir danach auch auf. Hier von Apple. Das ist hier Keynote. Da gibt es oben eine, da steht Line. Wie dick ist eigentlich die Linie? Das ist auch ins Deutsche mit Linie übersetzt worden. In der Textverarbeitung dazu kann man einstellen, wie groß der Zeilenabstand ist. In Lines. Aber Lines sind Zeilen und nicht Linien. Ne? Also auch da ohne Kontext übersetzt. Das gleiche Wort bedeutet nicht das gleiche an der, obwohl es, sich gleich anguckt oder gleich aussieht. Oder ich erstelle mehrere Objekte, gruppiere sie. Das Wort group wird mit gruppieren übersetzt und die Gruppe, die dabei rauskommt, wird auch mit gruppieren übersetzt. Also habe ich am Ende eine gruppieren, wie da oben steht. Kurioserweise hat PowerPoint genau den gleichen Fehler mit gruppieren. Ganz kurios, und da halte ich es wirklich eher für eine Fehlleistung, ist dieses hier. Das ist das, da kann man eingeben, wie man sich mit seinem Internet-Provider verbinden will. Und hier unten ist so ein Hilfeding, da steht drauf, I don't have an ISP, I don't have an Internet Service Provider. Und in Deutschland ist die Lage sehr viel prekärer. Da steht drauf, es gibt keinen Internetdienstanbieter. So, ein paar Sachen habe ich noch. Bedenkt dran, gerade zwischen Englisch und Deutsch, man kann im Englischen Imperativ und Infinitiv nicht unterscheiden. Das heißt, wenn man da oben mal guckt, da steht ein Haken, da steht Join the Office Insider Program to get early access to new releases. Das ist ja ein Befehl, den ich an den Computer gebe. Also müsste da stehen, an dem Programm teilnehmen. Formuliert ist es aber so, als würden Sie mir das anbieten. Deswegen steht da jetzt, nehmen Sie am Office Insider Programm teil. Also entweder sitze ich jetzt den Computer und sage ihm, nimm doch mal daran teil. Oder es ist einfach Unsinn. Und ich bin für Letzteres. Ein Kuriosum, das ist Google Sites, so eine, kann man Homepages mitbauen. Da wollte ich eine Datei ersetzen und dann im Englischen steht auf diesem Button nur Replace. Und das Replace hat man wohl an irgendeiner Stelle wohl mal genauer übersetzen wollen, an irgendeiner ganz anderen Stelle in einem ganz anderen Zusammenhang mit ersetzen Sie folgenden Codeabschnitt. Also steht jetzt auf diesem Button, ersetzen Sie folgenden Codeabschnitt. Erstmal wollte ich eine Datei ersetzen und zum anderen sieht sich mein Computer nicht. Ne? Das sind diese Sachen. Und das Letzte, ein Grafikprogramm am Mac, auch so kuriose Übersetzungsfehler, das Wort Retouching wurde mit nicht retuschieren, sondern retuschierend übersetzt. Gut, das ist nicht so schlimm, kann passieren. Aber was wirklich kurios ist, das Wort Slice, was zerteilen heißt, wurde hier mit Scheibe übersetzt. Was auch richtig ist, a slice of bread ist eine Scheibe Brot. Ja, aber man kann halt dieses Wort nicht ohne seinen Kontext einfach übersetzen. Das ist das große Grundproblem, was ich euch hier darstellen wollte. So, jetzt habe ich 3 Minuten überzogen und erzähle euch den Rest beim nächsten Mal und dann auch noch das, was über den Horizont dieser Vorlesung ein bisschen hinausgeht, unter anderem über die Betriebssysteme und was sie so für Anforderungen an uns haben. Bis zum nächsten Mal.